So, Kollegen, geht gleich los. Ich check nur noch mal kurz die Mails. Du meinst das digitale Postfach? Hast du eigentlich dem Gewinner der Verlosung geschrieben, Stefan? Ja, hier habe ich die Nachricht. Ich klicke kurz mit der Maus. Mit dem Eingabegerät? Auf dem Desktop. Auf der grafischen Benutzeroberfläche? Das Mail-Icon an. Das zum Programm passende Symbol. Man merkt, dass du früher kein Internet hattest, Hanno. Aber ja, sehr richtig. Ja, guck, ey. So, hier ist die Nachricht. Und wenn ich jetzt drauf drücke, dann... Hä? Okay. Was ist das denn? Recherche. Das ist... Oh Mann. Mach das weg. Was für ein ASCII-Quatschki. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Recherchen und Archiv, dem besten 3-Fragezeichen-Podcast Aachens und der Episode Gift per E-Mail. Und anders als man heutzutage vielleicht vermuten möchte, hat es nicht mit Hate Speech zu tun, sondern wie schon in unserem Intro auch angedeutet, mit einer sehr komischen Vorstellung von technischen Möglichkeiten. Aber ich gehe schon zu sehr ins Detail. Ich möchte natürlich als allererstes meine beiden Mit-Podcaster begrüßen, den Sebastian. Ja, hallo. Und den Hanno. Ach, so viel Schwung. Wunderschönen guten Abend. Sehr gut. Hallo, Stefan. Hallo. Hallo alle. Ja. Ja, wir schreiben das Jahr 2002 in unserer Episode. Ja. Und schließen die Lücke, ne, zwischen Meisterdieb und Nebelberg. Beides schon besprochen. Ja. Ja. Und wer hat sich's denn wohl ausgesucht? Ich war's. Yep. Ich habe mir das ausgesucht. Ja, jetzt müsste was Intelligentes kommen wahrscheinlich. Wäre gut. Ja. So, oder was Witziges, du kannst es dir noch aussuchen. Ja, wenn ich also, ich, wegen Dick Perry, eigentlich nur wegen Dick Perry, weil ich die Figur mag und weil ich wollte, dass der Mann eine Rolle spielt in unserem Kosmos. Und du wolltest ihn dann auch, ne, man hätte ja auch Geister Canyon nehmen können oder was? Dreitag oder was, ne? Aber du wolltest ihn dann auch im ersten Auftritt direkt. Ja, auf jeden Fall. Ey, einmal was chronologisch durchgehen, weißt du nicht, wie sonst. Genau. Einmal mit Profis arbeiten, ja. Ja, ich finde, er ist so, ich bin, was in unserem Podcast, ich bin Figurensammler. So. Mhm. Und ich möchte halt diese Figur einfach gerne auch hier mal drin haben, weil ich sie besonders finde. So, ne? Und deswegen habe ich mir diesen exquisiten Leckerbissen. Leicht technisch. Sag nicht leicht verdaulich. Da würden wir ins Gespräch kommen direkt. Er hat diese Technik, es ist vom unnötigen Ballast des Technikwissens befreiter Folge, könnte man sagen. Ja. Und und hat einen reißerischen Titel. Was will man mehr, Leute? Es wird schwerfallen. Zeitgeist, Kontext und sowas, ne? So ein bisschen auszuklammern in der Bewertung. Naja, ich meine, das ist die Zeit, wo ich Internet bekommen habe. Ja, also, wie gesagt, du musstest für diesen Gag auch nicht umsonst herhalten. Ja, ist halt so. Ne? Ist tatsächlich also, ja. So. Also das ist so die Zeit, da hatte ich dann irgendwie so ein Modem. Ne? Ja, es ist ja SDN. Auch, ich habe überlegt, was war 2002? Ich erinnere mich, 2000... den Übergang, wir hatten alle Angst, stürzen die Geldautomaten ab oder nicht. Ja, also das war ja irgendwie nicht richtig klar. Ist nicht passiert, aber da war nochmal, finde ich, so auch ein Scheideweg, wo wir so dachten, kann man Computern wirklich trauen? Die wurden immer mächtiger, immer präsenter und
Ich hatte mich da schon völlig den Maschinen verschrieben und ergeben. Also. Aber es war so ein letztes Aufbäumen, wo man dachte, okay, was ist denn jetzt wirklich alles abstürzt 2000, weil die blöden Computer mit diesem Datum... Ja, aber das war ja 2002, da hat man den Schreck ja schon locker verdaut gehabt. Ja, da saß es noch in den Knochen. 2000, 2001, so hatte ich mein erstes Handy. Und das hatte ich auch nur deshalb, weil ich im Auto unterwegs war. Und meine Eltern fanden das dann gut, wenn ich doch ein Handy hätte. Und ich hatte mich irgendwie immer gesperrt. Oh, ich weiß nicht mehr genau. Das sah aus wie Kenny von South Park. Nur in Blau. Das war wie so eine Taucherkugelform. Also wie so ein Taucherhelm. Ja, nein, wie so eine Taucherbrille. Ja, auf jeden Fall. Ich habe damit tatsächlich. So ein Kinder-Walkie-Talkie in die Hand gedrückt. Ja, so sah es eher aus. Also, es hatte halt wie so ein Kopf und so ein Körper. Ja, so. Und das war halt irgendwie so ein Billo-Ding. Keine Ahnung. Aber du kannst auch in der technischen Entwicklung nichts normal machen, Hanno. Alle hatten einen Nokia 5113 oder so. Das war. Ja, nee. Aber ja, doch. Ich hatte zu der Zeit irgendein Pentium. Das habe ich normal gemacht. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Folge jetzt, weil da steckt unglaublich viel drin. Ich glaube, da steckt auch viel Gutes und viel Schlechtes drin. Insofern danke für die Auswahl, Stefan. Oh, das freut mich ja. Haben wir, glaube ich, dann was zu kauen. Ne? Ich hatte ein verhaltenes Echo, als ich das reingegeben habe. Mal gehört. Du wirst auch gleich merken, dass ich genug habe zum Ranten. Und das ist halt schon auch eine gewisse Zumutung. Aber ohne das Feedback, das Fazit jetzt vorwegzunehmen, wenn man sich einmal durch viele unsägliche Minuten des Fremdschams durchgequält hat, wird man am Ende doch noch mit was Nettem belohnt. Insofern. Ja, da bin ich immer sehr gespannt. Ja. So, ne? Aber es ist halt schon hart auch, ne? Ja. Ich habe echt lange gebraucht, bis ich die Folge wirklich so richtig durch und erfasst hatte und so, bis ich mich da drauf eingelassen habe. Ja, ist halt auch mit 69 Minuten wirklich dann auch eine längere Folge. Und Stefan, ich dachte auch, du hättest sie natürlich auch ausgesucht, weil sie aus der Feder von Ben Nevis stammt. Und ich weiß nicht, ne, deine ausgerufene Mission, Ben Nevis näher zu kommen, ob das da noch eine Rolle spielte oder ob du da jetzt für dich wichtige Mosaiksteinchen noch gefunden hast. Also ich muss ganz offen gestehen, es hat natürlich tatsächlich auch was damit zu tun, beziehungsweise ich merke, dass ich mich dann doch wieder bei ihm finde. Das ist wie mit Mittinger. Ich denke immer, ich mag die nicht und in Wirklichkeit lande ich ganz oft wieder bei deren Sachen. Und das andere ist natürlich, dass ich mir das nicht entgehen lasse, mit euch jetzt zusammen so ein bisschen der Sache auf den Zahn zu fühlen und zu gucken, was macht so Nevis denn aus, damit es vielleicht einfach einfacher wird, ihm auf die Spur zu kommen, ja, dieser kleinen Obsession von mir. Und gucken wir mal, was wir erfahren, ob wir was von ihm erfahren. Vielleicht fällt euch was auf und wir können am Schluss so unser Psychogramm, wie gesagt, oder ein paar Mosaiksteinchen. Gut. Es kam ja hier bei Vinilo Presso die Frage auf, die hatten uns ja erwähnt noch in ihrem Podcast. Grüße, genau, ja, vielen Dank dafür, ob wir tatsächlich irgendwie ja die Figurenzeichnung von den Autoren unterscheiden könnten, irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. So, nein. Ne? Also nee, ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht. Ich weiß, dass André Marx steht drauf, die streiten zu lassen. Oder stand mal drauf, aber das war's dann auch. Also wir werden auf jeden Fall jetzt bei Ben Nevis Figurenzeichnung gleich auf jeden Fall durch eine harte Phase Crimebuster nochmal durch müssen. Mhm. Ja. Das ist sowas, was. Angriff der Computerviren! Ja. Ne? Aber ich bin total locker drauf und habe noch Power für 1000. Also, aber erstmal. Da fällt mir fast der Kopfhörer vom Kopf vor Lachen. Ja. Alles easy, Hanno. Bin doch noch locker und fresh drauf. Ja. Aber Sommer. Aber Fett schwimmt halt oben, Alter. Ja, so. Egal. Ey, sogar Habeck hat Alter gesagt. Alter. Entschuldigung. Na dann. Nein, okay. Wann bubert's legal? Lass uns doch mal locker über einen Klappentext reden. Ja, wir sind ja eigentlich schon mitten in der Handlung, ne? Ja, aber so,
Entschuldigung, da muss ich immer lachen, wenn dieser Spruch kommt. Ich finde es so lustig einfach. Lass uns reden über den Klappentext als erstes. Ich könnte so tun, als hätte ich ihn rein zufällig vor mir liegen und würde den mal zum Besten geben. Beim Tauchen vor der Küste von Rocky Beach kann Mrs. Baker den giftigen Feuerquallen in letzter Sekunde entkommen. Aber dann erscheinen die Quallen plötzlich per E-Mail auf Mrs. Bakers Computerbildschirm und bedrohen nicht nur ihre Dateien, sondern auch ihr Leben. Mit Hilfe von Tom Wood, einem Computerspezialisten, nehmen die drei Fragezeichen die Spur des anonymen Absenders auf. Wenn da nur nicht Dick Perry wäre, ein überheblicher Detektiv aus Santa Monica, der Justus, Peter und Bob die Ermittlungen mehr als schwer macht und alles besser weiß. Ja, ich finde, das ist ein guter Klappentext. Ja, der also behauptet dasselbe wie das Buch. So viel kann man schon mal sagen. Er macht schon neugierig. Also meine erste Warum-Frage ist, wo ist der Zusammenhang zwischen Quallen beim Meertauchen und einem Computervirus? Das war so das... also man weiß schon, was auf einen zukommt. Also man weiß, worauf man sich einlässt. Ja, so es nimmt aber nicht zu viel vorweg. Da reagiere ich ja kritisch drauf, ne? Wenn das passiert, das mag ich gar nicht. Aber das macht er nicht. Und er bringt Dick Perry mit rein. Das macht neugierig, finde ich. Und ja, ist ein schöner Klappentext. Ja. Genau. Man kriegt halt auch schon, genau wie du gesagt hast, man kriegt halt eine Idee auch von dem, was dann so ein bisschen sus und cringe ist. Also so, ne, diese seltsame Verbindung von einer echten Bedrohung, einer digitalen Bedrohung und einem Virus und lebensgefährlich. Also das ist halt direkt diese Peinlichkeit, die sich auch der Klappentext nicht erspart. Ja. Und da sagst du zu Recht, man weiß, worauf man sich einlässt. Ja. Ja. Ich sag's dir, da verdaut noch einer den Schreck von 1999, 21.12. verdaut da noch und versucht ihn literarisch zu verarbeiten. So. Ja, aber gut. Es bringt uns, finde ich, direkt zum Cover, oder? Ich finde, es gibt nichts mehr zu sagen zum Klappentext irgendwie. Ja, ist okay, aber ja. Und das Cover macht halt ja im Prinzip genau das Gleiche, ne? Ja, also genau. Es ist genau so seltsam, peinlich, auf die Fresse. Also das ist ja gar keine Qualle oder irgendwie sowas, was ja vielleicht noch irgendwie schöner gewesen wäre, auch in diesem Blau und so. Es ist irgendwie ein Totenkopf, der stinkt. Der stinkt, genau. Weißt du, so, da gehen so Geruchsfäden. Nicht, ne? Der sprechende Totenkopf, der stinkende Totenkopf. Das wäre ein schöner Titel für dieses Cover. Das hätte mir auch besser gefallen, tatsächlich. Aber das ist tatsächlich, ich finde, es ist eigentlich ist es, heutzutage würde man sagen, es ist ein Clickbait. Also es versucht dir was zu erzählen, was ja Bullshit ist. Also es geht ja einfach nicht so, ne? Was ja auch im Hörspiel mal nur kurz angedeutet wird. Aber so der stinkende Totenkopf, dessen Stinkstrahlen aus dem Computerbildschirm herausdrängen. Ja, passt halt. Also man denkt ja, wie Gift per E-Mail, wie soll das denn gehen? Also wenn man es mal so ein bisschen tiefer betrachtet, hat es ja schon sowas wie, kennt ihr noch The Ring? Ja, klar. Mhm. Mit der Fliege auf dem Bildschirm? Ja, ja, ja. Ja, so die dann auf einmal auf der anderen Seite ist und echt ist. Und das soll das vielleicht auch so ein bisschen suggerieren. Weißt du, dass da wirklich was rauskommt in die echte, haptische Welt. Dass das nicht bleibt auf diesem Bildschirm, sondern dass da eine Verbindung zwischen diesen Welten stattfindet. Ja, das verspricht zumindest dieses Cover. Das Cover wäre auch ein cooles Motiv, ist aber nicht natürlich. Nee, ich weiß nicht. Ja, ist das Zufall? Das wäre aber schön gewesen, wenn sie rausgefunden hätten müssen, wie der Gangster das gemacht hat, dass da ein Totenkopf, eine Qualle aus dem Computer rauskommt. Also für mich ist das einfach so ein Herzinfarkt wegen Bildschirmschoner. So, also mehr ist das. Stinkender Bildschirmschoner, egal, ja. Ja, gut. Ja. Genau, das ist es. Aber ja, ich meine, es war die Zeit. Man will natürlich up-to-date sein. Man will technisch E-Mail, den Begriff hat man schon mal gehört. Und dann hat man gedacht, juhu. Ja. Aber man darf ja auch wirklich froh sein. Was sagst du, Hanno? Du meinst einen digitalen Brief? Ja, genau. Ich bin halt froh, dass sich die Folge nachher nicht mehr nur ausschließlich um Technik dreht, sondern dass das irgendwann auch ein Ende findet. Ne? Aber
Es findet auf jeden Fall erstmal seinen Anfang damit, weil wahrscheinlich sind wir jetzt gleich in der Handlung drin, ne? Ja, finde ich gut. Hey, ich habe ja noch locker hier für 1000 Meter. Ich bin ja voll der Athlet, Alter. Ich bin voll locker drauf. Warum? Ja. Also, warum wird der Augustus so völlig anders gezeichnet? Oder warum schafft das nicht, die Stimme mit der Ironie aufzuladen, die da drin liegen soll? Ich weiß es nicht. Ja. So wirkt es halt echt unpassend. Er ist ja, was Schwimmen angeht, ist er der Beste von den beiden tatsächlich irgendwie, ne? Von den dreien. Es ist ja, ich wollte Ben Nevis das nochmal rausstellen irgendwie, dass er einfach gut schwimmen kann. Dass er Justus einfach ein perfekter Schwimmer ist. Ich meine, den Eisenmann oder so schwimmt er ja auch davon oder sonst irgendwo. Ja. Also was Schwimmen angeht, das ist ja die einzige Disziplin, wo er wirklich besser ist als die anderen. Und warum? Weil Fett oben schwimmt. Weil Fett oben schwimmt, das kriegen wir auch direkt gesagt. Ja. Da spricht der Neid. Da spricht aber der Narzissmus des Peter. Es ist halt Crime-Buster-Vibes, die da am Anfang durch die Zentrale wehen. Und dann zwei Anrufe auf dem Anrufbeantworter. Und das eine, muss man ja sagen, die tragischste Figur dieser ganzen Folge ist Tante Mathilda, denn sie wird sehr, sehr, sehr lange darauf warten müssen, dass irgendjemand ihr wie versprochen dabei hilft, den Garten klarzukriegen. Ja. Denn die Nachricht gibt's zwar auf dem AB, aber haben wir vergessen. Und dann überschlagen sich natürlich andere Ereignisse. Genau. Ja. Denn die zweite Nachricht ist von einer gewissen Mac Baker, die behauptet, Mac Baker. Sie ist von Quallen per E-Mail überfallen worden und nun sei das Gift in ihrem Computer. Ja, und sie hat die Nummer von der Bekannten, der sie einmal geholfen hätten, und sie bittet natürlich um dringenden Rückruf, und wir wissen schon in Art und Weise, sie erwartet, sie bittet nicht. Sie erwartet. Da muss ich sofort intervenieren. Also das ist alles andere als ein Bitten. Ich erwarte euren Rückruf. Ja, man weiß schon, da habe ich eigentlich gar keinen Haare auf den Zähnen. Was glaubt ihr, wer ist die Bekannte? Wollte ich dich fragen, ob das im Buch steht. Nein, ist es. Es steht nicht im Buch. Wir sind zurückgeworfen auf unsere Fantasie. Schade, ich hatte da sehr Wie wär's mit Poltergeist? Ja. Holligan? Die von Kelly, die Tante. Ja, genau, richtig. Ja, die Tante von Holligan. Es würde auch gut die Tante passen. Ich habe aber jemand anderen noch. Ich habe auf Janet Hazelwood getippt aus Insektenstachel. Ich finde, die passen auch zusammen. Die könnten auch irgendwie so eine Bridge-Gemeinschaft sein oder irgendwie sowas. Ja, weiß ich nicht. Wobei, also ich meine, da kommen wir dann auch so an einen Punkt. Ich kann die Figur der Mrs. Baker nicht richtig lesen, einordnen. Finde die nicht gut besetzt und nicht gut geschrieben. Und weil ich die kriege ich nicht zu fassen. Okay, das ist spannend. Wo dir das nicht gelingt, das fände ich nochmal spannend. Ja, kommen wir drauf zurück. Ja. Justus möchte auf jeden Fall dringend, also finde ich erstmal, bevor wir weitermachen, finde ich, und das ist für mich so ein markanter Punkt, schon jetzt fragt man sich eigentlich, was ist das für ein absurder Aufhänger, auf dem dieser Fall aufgebaut wird. Aber ich weiß jetzt, ich habe neulich ein Buch über Spannung gelesen, wie man Spannung aufbaut. Und der Witz ist der, dass du Spannung aufbaust, indem du genau solche Fragen dem Leser überlässt, auf die er auf keinen Fall selber kommen kann, was da dahinter steckt. Also wenn er sich mehrere Möglichkeiten schon selber ausdenken kann, wird es für ihn langweilig. Aber wenn er keine Ahnung hat, wie das am Schluss irgendwie logisch aufgelöst werden soll, dann bleibt er dran. Das erzeugt Spannung. Ja gut, das heißt, das ist also im Prinzip ein Fall aus dem Lehrbuch. Also das ist schon auch in der Rhetorik, springt sie da wahnsinnig, weil ich meine, wenige Szenen später werden wir ja nun mal erfahren, es gab im echten Leben Quallen und eine Quallenattacke. Es gibt dann die digitalen Quallen, auf einmal ist es aber auch dann irgendwie findet die Qualle, als wäre das so ein Name von so einem Token. Also da wird halt wahnsinnig viel so durcheinander geworfen. Einfach ASCII-Quatschki, Alter. Genau, ASCII-Quatschki. Das ist jetzt nicht besonders clever irgendwie zusammengetackert. Das glaube ich auch nicht, aber es funktioniert. Also bei mir funktionierte erstmal dieser Reflex von wegen Scheiße, ich möchte es eigentlich jetzt ausmachen.
Also sorry, Ben Nevis, muss ich echt sagen, aber das ist auch von jemandem geschrieben, der da echt auch sowas von keine Ahnung von hat. Ja, es ist, ich finde, also doch, mich hat schon interessiert, als ich das auch das erste Mal gehört habe, ich gedacht, was soll das jetzt? Wie kommen die da raus? Also, ich bin durchaus skeptisch, aber. Es ist halt soweit, natürlich, um das direkt zu sagen, ein bisschen kindlich und so, ne? Okay, aber Bieter hat ja auch direkt die erstmal naheliegende Idee, wird ja auch direkt genannt mit, okay, die redet irgendwie von von Quallen, die jetzt im Computer sind und da irgendwas vergiften. Dann wird die wohl eigentlich sowas wie ein Computervirus gemeint haben. Dann braucht die natürlich eigentlich eher einen Computerexperten und keine Detektive, aber. Wenn die uns jetzt schon so dringend bittet, sich zu melden, wäre natürlich auch blöd, das nicht zu machen. Also rufen wir mal zurück. Und dann von da aus entwickeln sich dann die Ereignisse weiter. Ne? Mhm. Genau, weil das ist, finde ich, ganz spannend von der Kommunikation, die jetzt abgeht. Also der Justus ruft an und sie sagt, ja, nee, ich habe mich schon für jemand anderes entschieden. Und der Justus, ja, wie, aber wieso, wir sind doch, so, ja, ja, ihr seid zu spät. So, also wir haben so eine klassische Eltern-Kind-Kommunikation eigentlich so, ne? Mhm. Also, und er so, ja, aber ich habe doch gar nicht, wir haben doch direkt angerufen, als wir so, nein, ja, ja. Detektive haben da zu sein, wenn man sie braucht. Und so, und Justus ist angeknipst, ne? Der ist so richtig angefixt. Ganze Zeit nur in der Rechtfertigung, ne? So, und ist dabei, sich da irgendwie zu erklären, warum eigentlich. Justus ist doch sonst nicht so. Justus ist nicht so, dass er reinkommt und voll der Athlet ist. Und Justus ist auch nicht so der sich irgendwie so unterordnet und Blatt quatschen lässt von so einer trudeligen Oma. Macht er ja auch nicht. Der ist ja da schon bei seiner Ehre gepackt und behält sein Selbstbewusstsein und sagt, nee, stopp. Also so leicht lasse ich mich nicht abwiegeln. Ich weiß, aber sofort in diese Rechtfertigung zu gehen, der ist eher so im angepassten Kind-Ich. Ne? So, der will gefallen, genau. Der will den Job haben. Ja. Der, ich meine, wer genau. Will denn was von wem eigentlich? Eigentlich will ja Frau Mrs. Baker von denen was. Und jetzt dreht sich das so um. Justus will unbedingt diesen Fall. Und wir wissen noch nicht mal genau, warum. Also ist es so, weil der Fall süchtig ist oder weil sie ihm genau versagt. Ne? So, ne? Weil beides. Sie halt eine Frage der Ehre. Ne? Sie übernehmen jeden Fall, aber sie müssen auch jeden Fall sie übernehmen. Sie müssen auch, genau. Das ist so, so eine neurotische Geschichte, so eine Zwangsgeschichte. Ja, genau. Das ist ein Fall, müssen Fall. Jeden Fall lösen. Irgendwie. Ja. Irgendwann mal Justus so in der Klapse, weil ich muss jeden Fall lösen. Also ich dachte aber auch bei, wie die mit einer Zentrale noch reden und dann da anrufen, das hat auch diese Crime-Buster-Vibes, weil auch so Bob mit diesem Schalk im Nacken, als sie dann die Nummer sagen und so, und die gute Alte. 36 und die sind so cool und lustig miteinander. Da merkst du halt so, das ist auch diese Ära, wo halt da auch eine gewisse Form von Distanz reinkommt ins Spiel und in die Rolle und so, was mir leider auch so ein bisschen aufgestoßen ist an der einen oder anderen Stelle. Macht es mir schwer, dann da mit dem an Spannung und Dramatik mitzugehen, was da vielleicht sein könnte, wenn das mit so gewollter und ungewollter Komik gekontert wird. Aber das nur so. Ja. Kleine Kritik am Rande. Geschmackssache. Just my 5 Cent, ne? Ja, genau. Ne? Ja. Und Detektive haben da zu sein, wenn man sie braucht. Also ich meine, entweder ruft sie halt einen Notruf oder geduldet sich auch mal 2 Minuten. Das ist auch ein seltsames Bild. 2 Stunden ist krass, ne? Detektiven, Leute. So. Ja. Ne? Also das würde in mein Lebenskonzept Call nicht 911. Passen. Aber mal ganz ehrlich, was ist in der Zeit passiert? Ja, Dick Perry hat also schon in der Zeit eine Postwurfsendung verteilt. Postwendend sozusagen, ne? Ja. Was ja im späteren Verlauf rauskommt. Also das ist auch schon alles sehr so komprimiert. Ne? Ja, das ist so on point. Das finde ich auch manchmal. Es gibt so Hörspiele, wo du dann schon denkst, wow, auch die zeitliche Koinzidenz innerhalb einer, sag ich mal, einer Stunde passieren, die wesentlichen Dinge korrelieren zusammen. Ja. So, ne? Das und ist am Ende geht alles wieder ganz schön schnell. Ja, aber, also
es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich... Ja. Wir kämpfen uns jetzt, also ich fand den Anfang wirklich quälend, ja. Weil wir kämpfen uns jetzt durch eine nächste Szene, wo ich an Slapstick denke, an Benny Hill Show denke, an völligen Unfug denke und wieder diesen Impuls hatte, auszuschalten, weil es geht natürlich jetzt darum, okay, eure Hartnäckigkeit beeindruckt mich, also kommt mal her und wer zuerst da ist, kriegt den Fall. Ja. Oh ja, wir machen ein Wettrennen. Yeah, yeah, yeah. Und natürlich sind sie so, ne, so viel zum Thema zeitliche Zusammenhänge. Sie kommen natürlich genau zeitgleich bei Mrs. Baker an. Und Peter muss dann den dicken Perry dann da Da-da-da-da! Wegboxen. Auftritt Dick Perry. Ja. Ja, ein kleiner, dicker Mann, ja, der mit kleinen Schritten auf das Gartentor zutrippelt. Also ja. das ist dann schon wieder, da werde ich belohnt an der Stelle in der Folge, weil der Typ kommt da rein und der wird einfach sehr, sehr geil gezeichnet und beschrieben und der ist mega geil gesprochen. Das, was total, da passiert, total. Okay, da bin ich bei dir, Sebastian. Das, was da passiert, ist an weiß ich nicht, an Satire nicht, also an Realsatire nicht mehr zu überbieten. Ja. Es ist, ich weiß, oder ich habe keine Ahnung, ob es das ist, was dich stört, aber was mir so aufgefallen ist, es ist kindisch. Ne? Mhm. So, es ist kindisch inszeniert auch schon von Frau Mrs. Baker, ich will mal Frau Baker, ich will, von Mrs. Baker. Und ich glaube, ja, keine Ahnung, ich will auch nicht zu weit in diese Sache rein, aber ich finde schon, da ist sowas irgendwie, das ist komisch, diese Vibes. Sie spricht so irgendwie die strenge Mutter an in allen und sie gehen in den Wettkampf untereinander. Sie gehen in den Wettkampf, wer schafft es, bei Mama zu punkten, ja, so, und leisten sich dann so absolut kindische Sachen, die ja auch gar nicht ihrem Anspruch, in der Erwachsenenwelt mitzuspielen, gerecht werden, sondern ich stehe näher am Gartentürchen. Als Musik wäre da jetzt in der Szene perfekt irgend so ein alter Carsten Bohn-Song, weißt du, so ein ganz flotter. Ja, ich bin da Benny Hill Show. Ja, genau. Sie kam genau zeitgleich an. Weißt du, zum Glück sind sie nicht geschwommen, dann wäre Justus als erster an. Kommen. Aber man muss halt bei der Folge auf jeden Fall Spaß daran haben, diesen Wettkampf, den muss man auch genießen können, weil der nimmt natürlich wahnsinnig viel Zeit ein im Hörspiel. Der ist sehr aufwendig, lang inszeniert und genau so dieses Kindische auf jeden Fall, weil Dick Perry auch da eben genau auf diesem Niveau ja aber auch mitspielt. Also der wird ja auch, sein erster Satz ist ja auch von wegen hier, du besoffener Halbstarker und so. Also der glänzt ja jetzt auch nicht mit der absolut erwachsenen Souveränität. Nee. Gar nicht. Naja, aber diese Szene endet darin, dass Mama rauskommt und sagt, hört auf, kommt rein, nachher ruft noch einer die Polizei. eine scheußliche Szene, wirklich. Aber sie kennen sich natürlich. Ne? Also Dick Perry sagt hier, ich bin Privatdetektiv aus Santa Monica und euer Ruf ist schon auch bis zu mir vorgedrungen, aber so nach dem Motto, nur wenn ihr hier seid, um den Fall zu bekommen, dann schwingt euch das mal ab, weil das ist meiner. Und dann sagt er was sehr Schönes. Frau Baker hat mich angerufen. Ne? Oder und er sagt was sehr Schönes. Er sagt, sucht entflohene Papageien, verschwundene Katzen. Stehlende Kinder. Er hätte noch sagen können, flüsternde Mumien oder tanzende Teufel. Das wäre schön gewesen. Deswegen, ich habe gedacht, das ist so treffsicher. Ja? Außer das mit den kindlichen Dieben auf weiß er da, ob es da eine Anspielung gibt oder ja, ich dachte aber jetzt eher so, er spielt an auf so, weiß ich nicht, wenn jemand irgendwie mal einen Bonbon aus dem Bonbonglas stibitzt und so nach dem Motto, so kleinen Kram oder sowas. Ne? Aber die nächste Szene ist eigentlich genau dieses Kräfte-Messen. Ja. Wer kriegt den Job, wer hat den längeren und so. Ne? Pimmel. Ja, und wer,
Wer erdreistet sich? Wer schleimt noch besser einfach so? Ne? Also, oh ja. Wer wirbt um die Gunst? Ja, es stimmt schon. Es ist schon zum Fremdschämen. Ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ich finde, den Auftakt macht ja Dick Perry, wenn er so sagt, sie wohnen alleine hier. Wo ich mal so denke, in welche Richtung geht das denn jetzt bitte? Ja, so. Ja. Aber das ist also die erste total wichtige Frage. Ich will dich abmurksen. Wohnst du alleine hier? Das so, ne? Aber Dick Perry und die drei Fragezeichen nerven mich in dieser Szene viel weniger als Mrs. Baker, die halt ne, so viel zum Thema, ich kann die nicht deuten oder ich finde die schlecht gesprochen. So, die ist halt für mich am Telefon wirkt die so sehr klar und resolut. Dann hat die da jetzt aber auch wieder so, vielleicht ist das nur schlecht geschnitten, so seltsame, etwas dümmliche Einsätze mit ihr. Oh, du schaltest aber schnell. Wo Bob dann sagt, ja, es geht um Quallen. Ja, ja, natürlich geht es um Quallen. Das hat sie doch gesagt. Natürlich geht es um Quallen. Also, dass er dafür irgendwie ein Kompliment kriegt, ist auch schon irgendwie seltsam. Ja, aber es verdeutlicht das Prinzip. Es ist halt dienlich. Es ist dem Prinzip dienlich. Ne? So, sie leitet diesen Dialog ja irgendwie ein Stück weit. Einfach nur durch ihre Anerkennung im Zweifel. Aber sie hat halt auch so eine nervige Theatralik in der Stimme, die ich schwierig finde. Weil natürlich, sie biedern sich jetzt an mit so, sie wohnen alleine, das sehe ich direkt. Und Justus so mit, sie tauchen gern. Weil hier sieht man irgendwie Bilder vom Tauchen. Das? Oh krass, du bist ja ein schlaues Kerlchen. Und dann hat sie dieses Jahr... Aber das ist doch für diesen Jungen total einfach zu erraten. Die Bilder an der Wand, die Dekoration. Ja, aber das ist... Das ist cool. Ja, der ist cool. Da ist sie deswegen so im Hintergrund, weil das darum geht's ja. Wir sollen sehen, wie sie sich gegenseitig entzaubern wollen irgendwie. Ja. So, ne? Und wir sehen ja auch, wie Dick Perry ja eigentlich, sag ich mal, keine Gelegenheit auslässt, die klein zu machen. Und sie stehen ihm so ein bisschen ratlos gegenüber, ne, so. Und er setzt sich auf jedes Pferd einfach. Ja, ist das logisch, das wollte ich ja auch sagen gerade, ne, weil, Vicky. Und so weiter, ne. Und nachher sogar ja richtig gemein ist, indem er Sachen für sich beansprucht, die er gar nicht gemacht hat. Also, aber da kommen wir ja noch dazu. Aber es geht halt jetzt auf einmal rasend schnell, geht es natürlich null um irgendwie E-Mail, Computerviren und Schnickschnack, sondern auf einmal diese Dame auch in höherem Alter, mit eher kriegt man sowas, was Strengeres, Damenhaftes, aber so ein bisschen Etepetete. Die ist aber auf jeden Fall einmal diejenige, die jetzt erzählt, sie war tauchen an irgendeinem Schiffswrack am Möwenfelsen, wo ich auch schon sage, nee, das sehe ich gerade nicht. Also dich sehe ich nicht an irgendeinem Schiffswrack taufen, gerade als dafür als genau. So. Da gebe ich dir recht. Das ist irgendwie, da habe ich auch so Schwierigkeiten, das zusammenzubringen. Also eine sportliche Mac Baker, auch irgendwie so Herr ihrer Kräfte ist oder so. Und dann gleichzeitig aber auch wieder so total nah am Wasser gebaut und aus der Ruhe kriegen und ja, so. Ja, und die fällt dann einfach um. Ne, also ja, genau, so, dieses Hilfsbedürftige. Ich finde die schlecht gesprochen tatsächlich. Aber ich finde persönlich, dass da Lotti Krekel da ganz viel so Theaterstimme reinlegt und wenig dem Charakter dient. Und danach klingt sie für mich älter, als die Stimme unbedingt sein muss. Sie klingt für mich, weiß ich nicht, im Prinzip schon seniorenhaft. Ja, 60. Genau. So. Wir verlassen jetzt so ein bisschen die Chronologie, auf dem Schirm, dass sie tatsächlich ja verheiratet war mit Ernst Hilbig, sprich Dick Perry. Sprich, für die beiden muss das natürlich ein Fest gewesen sein, das zusammen aufzunehmen, dass da irgendwie, also okay, cool, ne? Aber inhaltlich kann ich das nicht nachvollziehen, warum die da so besetzt worden ist, so. Nur wenn er meine Frau mitnimmt. Ja. Genau, das hat mit dem Inhalt vielleicht wenig zu tun, ja. Ja. Naja, okay. Ja, aber du hast recht. Ne, so, ich bringe das auch überhaupt nicht übereinander. Ich nehme das kognitiv wahr,
Ja, so, aber fühle ich nicht. Genau, ja. Passt nicht. Und dann noch so ein Taucheranzug. Ja, nein. Es gibt halt viele Kleinigkeiten am Anfang, die es mir wahnsinnig schwer machen, reinzukommen, die Figuren ernst zu nehmen und auch bei der Handlung Pack anzukriegen. Dieser Einstieg ist schwierig. Ja, ja, was einen wieder zu dieser Frage bringt, ich glaube, die haben wir jetzt ja letztes Mal schon gestellt, glaube ich, oder so, aber hier drängt sie sich ja auch wieder auf. Was war so die erste Idee des Autors, wo er sagt, ich müsste eigentlich mal einen Roman machen, in dem, was war das? Also, was war der Punkt, wo um das er alles rumgestrickt hat? Weil es ist ja schon sehr deutlich, dass viel gestrickt wurde. Dick Perry, Computer. Ja, und dann bist du halt bei Computer, Viren, bei Gift und ja. Dann wird schon wieder Assoziationskette. Vielleicht war es irgendwas Modernes und irgendwas Altes. Mit Medien. Ja, irgendwas mit Medien. Ja, genau. Und Strumpfband. Irgendwas mit Salz und Brot. Irgendwas mit Medien, genau. Irgendwas mit Medien und irgendein Anker ins Alte. Weil sowohl in die Crimebuster ist schon reingeschossen worden, ganz tief durch dieses wie die sich verhalten. Und auch in die ganz alten Folgen sucht verschwundene Katzen und so weiter. Zwei Anker schon geworfen. Ich glaube, das könnte ein Gedanke dahinter gewesen sein. Und die Einführung eines neuen Charakters namens Dick Perry, der ja tatsächlich dann auch was Bleibendes. Mhm. Ich gebe mir wirklich ganz viele Hinweise tatsächlich, die mich so ins Denken bringen, jetzt was auch nochmal den Autor betrifft. Aber ich guck mal am Schluss. Aber das finde ich nochmal ganz spannend, tatsächlich, was ihr so bringt. Ja, ich habe mich das da leider direkt am Anfang leider jetzt auch so ein bisschen sehr festgebissen an Kritik, weil ich diese Figur da irgendwie ganz, ganz furchtbar finde. Aber vielleicht gehen wir in die Chronologie zurück. Wir sind da, dass sie von ihrem Qualenzwischenfall erzählt, dass sie mit einer ganz wunderbaren Person, die sie kennengelernt hat, Betty Sutton, getaucht ist und sie sei so froh, dass sie deren Bekanntschaft gemacht hat, weil sie ist die Leute ja meiden mich sonst. Genau. Ich bin vielleicht ein bisschen sonderbar, aber echt jetzt? Ja, da lacht Dick Perry, ne? Als sie das sagt, lacht der. Bob sagt so, ach echt? so vollkommen ironiefrei, ach echt. Auf jeden Fall erfahren wir halt, dass ihr diese Betty Sutton wichtig ist und sie ist mit der getaucht. Und während dieses Tauchvorgangs ist diese Betty plötzlich verschwunden gewesen und die Mrs. Baker hat geglaubt, ja, die ist bestimmt im Wrack und ist ihr dahin gefolgt. Und dort fand sie sich plötzlich in einem Quallenschwarm wieder und verfing sich in den Tentakeln oder Nesseln und zog sich Verätzungen zu und hat letztendlich einen anaphylaktischen Schock bekommen ist ohnmächtig geworden. Was ja durchaus auch an der Stelle tatsächlich ernst zu nehmen, eine echte Bedrohung darstellen kann. Das sind Probleme. Ja, das ist so Bewusstlosigkeit. Und dann ist Betty Sutton. Diese Aufregung und dieses Trauma ist bei den echten Quallen durchaus begründbar, genau. Ja. Hier, überall noch, weiß nicht, was sie da zeigt, aber ja. Und auch so in der Dramatik der Stimme dann immer lauter. Es erinnerte mich so ein bisschen an Tal des Schreckens. Ist es deutlich besser gemacht. Ne, so, ich möchte die Qualität dessen jetzt gerade nicht vergleichen. Aber trotzdem ist es so ein bisschen die gleiche Erzählweise. Ne, ist von Ben Nevis, ne? Ja, es ist das gleiche Stilmittel, was da auftaucht. Ich meine, wir erfahren halt noch so zwei, drei Dinge, die auch tatsächlich wichtig sind. Denn sie sagt zum einen irgendwie, Fischerkahn, wo sie da irgendwie tauchen wollte, am Möwenfelsen, sagt sie schon mal hier, Kati Sark hieß der. Das ist, wenn man mal kurz googelt, tatsächlich der Name des schnellsten Segelschiffes seiner Zeit, 1869 gewesen.
Oh, wow. Okay. Ja, also schon ein. Und vor allem der machte, wen es interessiert, 17,5 Knoten. Ich sehe Stefan schon wieder, wie er sich Notizen macht. Ja, Ben Nevis, das heißt, wusste das. Was? Ja, maritim. Ja. Jetzt rechnen wir noch Knoten schnell in kmh um und stellen fest, der konnte irgendwie 32 kmh machen. Ja. Wow. Was viel ist für einen Segler, oder? Ja. Okay. Auch heute noch? Also, das war jetzt, nee. Weiß ich nicht. Soweit habe ich jetzt nicht gegoogelt. Ja, also man kann ja mit Segelschiffen schon deutlich schneller fahren. Ich weiß nur nicht, wie groß die dann sind. Weißt du, vielleicht war das ja auch so ein Riesenkreuzer. Ja. Aber ich meine, die wesentliche, also der Name wird halt nochmal auftauchen, deswegen ist es interessant, aber die wesentlichere Information ist natürlich auch, dass sie halt sagt, hier ihr guter alter Ex-Mann, der Doggy, sei sie ja ganz froh, dass sie von dem weg sei, weil der in viele schmutzige Geschäfte verwickelt. Und da darf man sich natürlich als guter Drei-Fragezeichen-Fan schon mal so ein Häkchen hintermachen. Und das Witzige ist, in der Situation, da ist auch der Sound und alles und die Mischung und so, ne, was die da machen, sehr, sehr, also schon mit Humor gemacht. Weil in dem Moment, wo sie sagt, mein Ex-Mann Doggy, hört man ihren Hund, den haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Ja, ich dachte, ich wäre bei TKKG. Ja, so hört man ihren Hund im Hintergrund hecheln. Ne, weil die hat so eine, Entschuldigung, wenn ich das so despektierlich sage, aber so eine Klefthöhle. so eine Fußhupe da so rumlaufen. Als Oscar, auf jeden Fall. Ja, so, weißt du, auch noch so ganz spitz irgendwie dabei und so. Ich weiß gar nicht, wie der Hund heißt. Habe ich schon wieder verdrängt. Harry heißt er. Ja. Unsäglich. Ich finde, diese Hundeauftritte werden auch in Hörspielen immer überbetont. Das nervt einfach nur. Also auch bei TKKG. Das nervt. Das kannst du für mich, der Hund bellt einmal, ich weiß, er ist da. Und dann kann der die Szene über die Fresse halten, finde ich. So, das. Gut, wir erfahren auf jeden Fall, dass Doggy, der Ex-Mann, schmutzige Geschäfte und so, könnte vielleicht nochmal wichtig werden. So, ja. Aber wir sind natürlich mit unserer Aufmerksamkeit ganz so anders, weil sie dann ja eben hochdramatisch von diesem Tauchgang erzählt, durch so ein Wrack durch. Und da hat man natürlich auch irgendwie coole Bilder. Betty Sutton, ne, die hat sie dann gerettet in der Situation tatsächlich. Ne, aber auch nochmal ein Ausrufezeichen hinter. Sie hat ihr das Leben gerettet, ja. Ja, also das ist ja schon auch was, ne? Wow, okay. Ne, ich glaube, da wäre ich auch erstmal dankbar. Wenn mir jemand in so einer Situation das Leben rettet, dann würde ich auch mal hingehen und sagen, ey, cool, danke. Ja, und dann ist es halt Dick Perry, der jetzt dann schlussfolgert, sie möchten nach diesem schrecklichen Vorfall nie wieder tauchen. Ja. Der lässt ja auch Spuren, also biedert sich da so ein bisschen. Ja, der ist so ganz psychologisch unterwegs. An, ne? Und sie reagiert dann auch so ein bisschen seltsam. Also es wirkt halt auch etwas wirre zusammengeschnitten vielleicht. Bei so vielen Detektiven kommt man ganz durcheinander. Also, ja, und deshalb glaube ich auch, dass einer in der Sache reicht. Schmeißen Sie diese drei Grünschnäbel raus. Grünschnäbel? Ja, so Peter, wie er sich dann so echauffiert. Auch noch, weißt du, so, die so nachäfft. Nee. Weißt du, so, und da sind wir wieder so, das ist so kindisch. Und diese Grätsche die ganze Zeit hinzukriegen, die ganze Zeit zwischen Dramatik und. Und so, es geht halt. Er will ihn unbedingt haben und er gibt da nicht auf und dessen werden wir erzeugen. Und deswegen, glaube ich, verblasst sie auch so ein bisschen oder spielt nur so eine Statistenrolle, weil sie ja so das Zünglein an der Waage ist. Und ich kann wohl sehr gut nachvollziehen, dass sie sagt, ich komme ganz durcheinander, weil die lauern ja sich gerade gegenseitig auf und versuchen dem anderen die Butter vom Brot zu nehmen irgendwie so. Und versuchen sie ja mit noch so offensichtlichen Schlussfolgerungen irgendwie zuzuballern. Ja. Und sie sagt ja jetzt letztendlich, ja gut, kann schon sein, vielleicht tue ich das, aber bevor ich eine Entscheidung treffe, will ich doch erstmal wissen, wie geht er eigentlich vor. Und das ist eigentlich unsympathische, finde ich, weil dass du, wenn du zum Arzt gehst oder zu mehreren und sagst, ich kenne es nicht, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Medizin nicht aus, aber ich beurteile euch trotzdem mal daran, wie ihr jetzt meine Krankheit behandeln würdet. Das ist ja auch wieder so eine, finde ich so, ich weiß nicht, doch, ich finde, damit macht sie so, ich will genau wissen, was ihr tut. Da ist sie so ein bisschen, da erinnert sie mich an Kellys Tante. Kontrollfreak. Ja? Echt? Ne, da kann ich sie total nachvollziehen, wo sie halt ja auch in der Position ist, von wegen, ich bin durchaus bereit, hier gutes Geld auch auszugeben für eine Dienstleistung. Ihr bewerbt euch hier beide um meine Gunst und wetteifert hier gerade. Das machen die ja auch
ne, schon von sich aus da die Reiberei, da hat sie jetzt ja erstmal keine Aktien drin. Und dann nach dem Motto, okay, aber dann lass jetzt auch mal hören, was ist denn eure Strategie? Finde ich erstmal, also finde ich jetzt nicht, dass sie da wahnsinnig so die aufeinander hetzt und Öl ins Feuer, sondern finde ich nachvollziehbar so aus Kundensicht. Ja, ich finde es eher Controlletti. Ich meine, sie sind die Fach... Also ja gut, das glaubt sie ihnen vielleicht nicht. Aber genau das ist es vielleicht. Das ist so eine, die dann auch sagt, ja, such meinen Ring, aber such nicht da, da ist er nicht. Ja, so, so ist das für mich. Ja, so, Ich finde es eine berechtigte Frage. So von wegen, also jetzt hier genug Palaver und ihr steht hier jetzt rum und macht hier Männchen. So, hä, aber was ist denn jetzt konkret? So, was wollt ihr denn als nächstes tun? Ja. So, und dann ist auch nicht ist halt, blöd, ehrlich gesagt. Ne? Justus also, gibt ja aber auch erstmal eine vernünftige Antwort, indem er sagt, okay. Ja, aber, also, aber Bob so, Entschuldigung, wenn ich da vorher so, in dieser Szene, das ist mir sehr aufgefallen, ne? Bob dann ist auch mit im Wetteifer und sagt so, Justus, weißt du, so nach dem Motto, so, wir bringen jetzt unseren besten Spieler nach vorn. Ja, so, yeah. Wie würdet ihr vorgehen? Ne? So, genau. Justus, sag du. Ja, diese Dynamik da drin, die ganze Zeit nicht rausgeht irgendwie. Aber es springt halt jetzt auch wieder hin und her, ne? Zwischen Tauchgang und nachvollziehbarem, so, da ist irgendwie was passiert mit Quallen im Wasser. Und Justus macht jetzt aber wieder den Sprung zurück und sagt, okay, sie sprachen von einer E-Mail und Quallen und Gift, also müssen wir uns ihren Computer angucken. Okay. Ja. Ja. Gut. Kann man machen. Ist nachvollziehbar, ne, so, ist wie beim Schach, ne, Justus setzt mal einen vor, so, und Dick Perry setzt hinterher, ne, ja, so, und sagt, ja, ich bin natürlich dabei, und ja, aber habt ihr denn überhaupt irgendeine Ahnung von Computern, ne, so, ich bin ja hier der erfahrene Fachmann und Computerspezialist, was aus einer heutigen Perspektive total bescheuert wirkt, weil so ein alter Mensch, so ein Dicker mit trippelnden Schritten 2002, hat definitiv nicht so viel Ahnung von Computern gehabt wie irgendein Hacker in seiner Bude. Ne? Ja, also von daher total unrealistisch, ja, aus jetziger Sicht. Es ist ja, also Dick Perry ist ja tatsächlich ein Computer-Crack, so wie sich es herausstellt. Und das verwundert mich doch eher, weil ich auch eher gedacht hätte, naja, dieser alte Halunke, ja, der kämpft eben noch mit den alten Mitteln, ne? Und wenn es sein muss, haut er die auch eins oder schießt sie über den Haufen, aber mit Computern kennt er sich nicht aus. Genau, das ist halt auch so Charakterzeichnung, die für mich nicht richtig passt, weil ich fand, ne, auch das nochmal danke, dass da so viele mitgemacht haben, so diese Frage, wie sieht Dick Perry für euch aus? Mhm. Was ist das so für eine Type? Und natürlich gibt's dann so die, auch die offiziellen Bilder, die sich da viel auch decken mit den Bildern, die man so im Kopf hat. Und man hat halt auch so, also ich habe zum Beispiel krass, wenn man sich anguckt, dass, ne, Ernst Hilbig den spricht und wenn man sich anguckt, wie Ernst Hilbig aussieht, vielleicht mit ein paar mehr Kilos drauf, ist das für mich das perfekte Bild, der ist irgendwie perfekt besetzt so, aber der strahlt nicht damit aus, ich bin Computerexperte, sondern ich bin ein schmieriger Schnüffler. Und genau. Ich bin so Typ hier, ein Fall für zwei, Matula in Dick. Matula, nichts gegen Matula. Matula nein, ist super. Nein, ist schon geil, aber Dick Perry ist einfach ein schmieriger, gehässiger Kindesentführer. Also Dr. Renz quasi als so. Detektiv. Irgendwie. Dick Perry ist einfach ein Krimineller, der, weiß ich nicht, warum der jemals wieder als Detektiv auftauchen darf. Also, sorry, aber um das voll zu machen, für mich ist er tatsächlich, das hat auch Adrian, glaube ich, gepostet, er ist der Typ aus The Big Lebowski, der Detektiv. Das ist genau das, was ich aber exakt, was geil. Ich sehe. Schmierig, etwas dicker, so, und halbseiden irgendwie. Und der pisst dir auf deinen bekackten Teppich eher, als dass er dir da irgendwelche Quallen programmiert, auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber gut, ne, konsequente Charakterzeichnung oder nicht. Aber erstmal stellt er sich auf jeden Fall erstmal auch so qua Alter und Ausstrahlung als den Experten da und rümpft halt die Nase über die kleinen Kinder, die dann irgendwas erzählen von einem Schulkameraden Tom Wood, der sich mit Computern auskennt. Da kann man sich natürlich nicht messen mit dem erwachsenen Profi, der das ja auch nicht als Hobby macht, sondern Erfahrung in Computerkriminalität hat. Ne? Das ist halt die Karte, die er ein ums andere Mal da ausspielt. Trotzdem setzt sich Justus an den Rechner.
ne, es ist nicht Dick Perry, der sich ransetzt, weil Justus ist derjenige, ne, nächste Schachfigur vor. Also Dick Perry zieht die ganze Zeit nur hinterher. Das ist natürlich auch die deutlich dankbarere und einfachere Rolle. Ne, also da wird ja schon was angelegt auch. Ne? Ja, und Justus setzt sich halt an den Rechner und macht mit dem Eingabegerät die Anzeige. Spielt da rum und wuselt und was weiß ich und die diskutieren währenddessen noch immer die ganze Zeit. Ne? Also er sieht irgendwie, wer war denn der Absender der E-Mail? Das war jetzt irgendwie hier, wer war das? Strandcafé. Bert's Bar, genau, so ein Strandcafé und das ist ja total seltsam und da, ne, Spam sozusagen, wird da schon so angedeutet, ne, es wird auch noch diskutiert, warum sie nicht die Polizei einschaltet. Und da möchte ich gerne eine kurze Empfehlung noch für die Shownotes geben. Die gute alte Show vom Herrn Böhmermann. Ich weiß nicht, ob ihr diese letzte aktuelle Folge halt auch gesehen habt. So nach dem Motto, die Polizei hat Wichtigeres zu tun, als nach den Absendern bösartiger E-Mails zu suchen. Das passt halt gerade wie Arsch auf einmal zu der einigermaßen aktuellen Folge von Böhmermann, wie Polizeiapparat im digitalen Raum versagt. Verlinken wir gerne, aber finde ich... Ja, hat sich nichts geändert. 20 Jahre her, es hat sich nichts verändert. Die arbeiten da immer noch mit dem Overhead-Projektor wahrscheinlich. Ja, es ist ein Trauerspiel. Aber genau, natürlich muss kurz abgeklärt werden, dass sie natürlich sagt, nee, Polizei, also da kann ich jetzt nicht, da möchte ich nicht. Ich möchte, dass Detektive das klären. Ja. Na gut. Naja, es ist natürlich auch sicher schwierig, ja. Sie hat nun mal, versuchen wir mal irgendwie die ganze Sache mal sachlich zu sehen. Okay, sie hat ein Virus bekommen, aber da sind ein paar Quallen auf ihrem PC. Und seltsame Geräusche. Also ja, Geräusche. Das klingt eher nach einem üblen Scherz. Ja, ich wollte gerade sagen, ein Virus kennt man irgendwie ja auch aus der Zeit schon ganz anders. Ja. Ein Virus war nichts, was irgendwie was auffallen möchte, was irgendwie die grafische Oberfläche verändern möchte oder sowas. Das ist eher 80er. Ne? So ein Virus möchte ja eigentlich eher was klauen, eher irgendwas sabotieren oder so. Das war ja auch schon zu der damaligen Zeit so. Genau. Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Es ist, man fragt sich, was war das Motiv des Absenders? Ne? Herzinfarkt. Wegbleiben! Nee, Herzinfarkt. Das war halt schon der offensichtlich drauf ausgelegt. Ja, sie so zu erschrecken, ja, dass dieser echte Angriff der Quallen noch so das Trauma dann wieder getriggert wird durch die digitalen Angriffe. Stimmen aus dem Nichts in Trash. Ja, so. Aber da denkt man ja doch, das ist eine tauchende, von mir aus 60-Jährige, ja. Ob das, wie wahrscheinlich ist es, die mit so einem Herzinfarkt für ein paar Quallen dahin raffen zu lassen? So, aber ja, das ja, war ja wahrscheinlich das Motiv. Ne? Also im Plot steht es so, Motiv war, stirbt. Wir müssen das so akzeptieren. Ja. Es führt kein Weg daran vorbei. Wir haben das zu schlucken, diese Kröte. Ich finde das diese schlimm. Diese Qualle haben wir zu schlucken. Ich finde das schlimm, aber wir müssen das hinnehmen. Ja, aber es ist halt einfach so niedlich. Weißt? Entweder setzt du halt auf diesen krassen Schockeffekt und ganz ehrlich... Ich habe, das ist wirklich nur so Klammer auf, Klammer zu, aber es gab damals so einen Horrorfilm, Pulse hieß der, glaube ich. Der war nicht besonders gut. Es war so ein Remake von was Japanischem. Aber es gab halt dazu einen Trailer oder eine Werbemaßnahme. Das war halt eine Internetseite. Und damals war das war halt auch, glaube ich, so Anfang der 2000er, war das halt eine Webseite, auf die du gehen konntest. Und dann hast du halt wie so Found Footage und so bestimmte Fenster offen auf der Website. Und dann war halt mit Soundeffekten ganz krass Jumpscare, dass auf einmal diese Fenster verlassen wurden und die Benutzeroberfläche so aufgesprengt wurde. Und das hat halt schon im Dunkeln, wenn du nah am Bildschirm saßt, hat das gewirkt und mich echt richtig erschrocken. So, und dann setzt du vielleicht auf so einen Jumpscare, aber dass da einer tot von umfällt, ist dann nochmal weiter hergeholt. Und dann brauchst du auch nicht nochmal ein niedliches
Cursor-Symbol in Quallenform oder sowas, was dir dann den Rest gibt. So. Das ja, gibt eben. Mir den Rest. Da ist da so viel Niedlichkeit und Liebe zum Detail noch drin, die es halt auch nicht braucht. So. Das ist ja, irgendwie blubbern so, weird. So. Blubbern, so genau. Das ist so Badespaß Tinti für Kinder. Ja, ja. Ja. Und auch der Soundeffekt dahinter ist eher ist so blubber. Lame, dieser Soundeffekt. Ja, ne? Also da fand ich ja hier flammende Spur, ja, ist schon gruseliger. Ja, oder kennt ihr diese Werbung, wo man so ein Auto, so eine Straße langfahren sieht von oben, so ganz ruhige Musik und plötzlich kommt so ein Zombie und dann so wach warst du noch nie. Ja, und ja. Für so ja, einen ja. Energy Drink ja, ja. oder so. Sowas, das ist... Also nichts gegen guten alten Jumpscare, ne? Aber nee, genau. Das ist halt so, und öffnet sich so eine Tür und dann kommen halt Quallen rausgeblubbert und der Cursor wird halt so eine süße kleine Qualle. Scheiße. Nein, wir dürfen Sorry. Da nicht weiter reingehen. Ja, gut, aber das Hörspiel fordert uns ein bisschen dazu auf, weil das genau das ist, was halt passiert. Ja, und das hat es mir unglaublich schwer gemacht, diese Folge zu hören. Justus gibt halt das Passwort ein, das ist hier der Name Harry. Des Hundes Harry. Des Hundes, dann, stimmt, jetzt wird es mir klar. Dann beobachtet er genau das. Ne, der Cursor verändert sich, die Benutzeroberfläche ändert sich und auf einmal kommen dann halt hunderte Quallen, ne, wie so ein Bildschirmschoner halt. Mhm. Ja. Und Mrs. Baker kommt halt genau in diesem Moment in den Raum und kriegt halt voll den Herzkasper. Bob fängt sie auf, legt sie auf die Couch. Ja. Ja. Und Dick Perry versucht das Ganze dann für sich verbuchen. Ja. Ja. Sehr billig. Genau, ich glaube, das hat auch den Ausschlag gegeben. Ich meine, sagen wir mal, Dick Perry und Mrs. Baker sind ja vermutlich auch ungefähr ein Beuteschema. Ja, so. Der Mann. Und ja, ich glaube, das der hat Retter. Funktioniert. Ja, das hat funktioniert. So. Dick Perry, der dicke, trippelschrittige Matula, ja, hat sie gerettet. Jetzt hör dir mal auf, mit Matula zu vergleichen. Ja, Matula Entschuldigung. Ist super. Nein, aber der hat für mich diese Gesichtszüge. Was? Ja. Nee. Also, sorry. Es tut mir leid. Ja, Matula war auch mein Kindheitsheld. Eben, sorry. So, ja, muss ich auch. Wollte immer sein wie Matula. Die Musik ist vor allem geil, finde ich. Ja. Vielleicht müssen wir einfach auch so einen Podcast machen über 80er-Krimiserien. Oh, da bin ich sofort dabei. Aber ja, noch mal eine angucken und sich die mal so dekonstruieren, wie wir das so gut können. Okay, kurzer Exkurs. Ja. So ganz völlig. Ich bleibe bei meiner These, dass ich glaube, dass das die Tatsache, dass sie glaubt, Dick Perry hätte sie aufgefangen, hat für sie den Ausschlag gegeben, Dick Perry den Fall zu geben, glaube ich. Ja, so. Ich weiß nicht, ob es das Honorar ist, was am Ende noch verhandelt wird. Ja, das ist ja ihre letzte Frage. Ne? Also wie Columbo, ich hätte noch eine Frage. Ja, so kommt sie noch rein und sagt, ja, wie sieht denn die Honorarvorstellung aus? Jetzt reden wir mal über das Monetäre. Ja. Ne? So, und Dick Perry sagt, $500 Spesen, ja, so, und $500, wenn ich den Fall erfolgreich abgeschlossen habe. Was günstig ist. Ja, auf jeden Fall. Ey, hallo? Aber da geht es ihm ja auch noch gar sagen, nicht drum. Also, ne? Weil das mir ist aufgefallen, das finde ich sehr, sehr schön gemacht, weil auch irgendwie realistisch gemacht, diese Phase, wo sich nämlich Bob, Peter, Dick Perry darüber streiten, wer jetzt hier die Lorbeeren dafür ernten darf, dass sie wieder bei Bewusstsein ist, ist genau das Zeitfenster, was Justus nutzt, um am Computer weiterzuarbeiten, was ja gleich nochmal dann auch wichtig wird. Wo man sich sonst fragen würde, wann hat er das zum Geier gemacht? Und da gibt das Hörspiel nachvollziehbar uns auch so ein Zeitfenster, wo das funktionieren kann. Ja, das stimmt. Ist mir sehr positiv aufgefallen. Das stimmt. Das zeitlich. Ist, vorher ist ja Dick Perry die ganze Zeit, ne, einfach auch guckt ihn über die Schulter und nörgelt und guckt und Justus ist auf keinen Fall unbeobachtet. Aber in dem Moment, wo sie da mit der bewusstlosen Mrs. Baker zu tun haben, ist Justus busy.
Ja, auf die Honorarfrage sagt ja Justus dann und denkt, dass er damit wahnsinnig viel punktet. Ne? Sie nehmen gar kein Honorar. Ja. Tja. Und das bringt den Dick Perry natürlich verdientermaßen auf die Palme, finde ich. Ja. Weil es ja. ist nun mal sein Job. Und das ja. ist natürlich eine Unverschämtheit, mit sowas zu punkten. Ne? Also ich meine, was sollen sie machen? Sie nehmen halt nun mal kein Honorar. Ja, so. Aber trotzdem verstehe ich, dass er sich da aufregt. Ja, ja, es ist eine Kritik an den drei Fragezeichen. Ja, an der Stelle eine berechtigte Kritik. Ja, der macht die Preise kaputt. Ihr macht die Preise kaputt. Ist, ich kann das aus Sicht eines Musikers total nachvollziehen. Genau, ja, finde ich. Wenn irgendwann jemand vor mir steht und sagt, ja, dann nehme ich natürlich den in der Kneipe, der für Nüsschen spielt. Ja, so und irgendwie nicht irgendein Honorar haben will. Ne, so, ja, dann bist du halt, ja, dann ist das halt verbrannt. Dann ist die Kneipe halt gestorben. Ja. Wobei er macht es halt direkt schon wieder ein bisschen unsympathisch, indem er perfekte Gelegenheit, das Thema Sportboot nochmal kurz aufzugreifen. Weil er und sein Sportboot nervt. Aber er sagt, also die einzige Freude im Leben, die ich noch habe, ist halt mein kleines Boot. Ich darbender Mensch. Ich nager doch am Hungertuch. Genau. Ja klar, wenn er $500 an Spesen nimmt und $500, ja na gut, genau, aber ne? Woher hat er dann ein Sportboot, Alter? Aber ich nehme euch gern mal mit auf meinem Sportboot. Genau. Besser nicht. Ja. Aber Mrs. Baker scheint entschieden. Sie sagt ja, Geld spielt für mich keine Rolle. Keine große. Was natürlich die Frage aufwirft, warum hat sie dann danach gefragt? Ja, also, echt? Ja, also. Ja, wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist das scheißegal. Ja, wenn also es einfach auf der Informationsebene. Ja gut, dann kannst du das aber auch nachher machen und nicht vor aller Leute. Was ist dann das Argument? Ja. Also sie sagt dann, Geld spielt für mich keine Rolle, also nehme ich auf jeden Fall das Teurere. Ja, das ist eine gewisse Dekadenz. Das passt zu ihr. Das finde ich konsistent an der Stelle. Was, ich glaube, es ist eher, wenn sie wirklich glaubt, dass da was gehen. Ich glaube, da funken kann. Sie und Dick Perry aber wirklich auf einer Wellenlänge, weil Dick Perry sagt ja auch, nur was nichts kostet, ist auch nichts wert. Und das ist genau die Denke, die dahinter steht und die ist durchaus, also die ist durchaus anschlussfähig bei ihr. Verbreitet. Ja, klar. Aber es geht halt natürlich um die Ehre. Es geht Justus nun mal tatsächlich nicht ums Geld, sondern es ist ja genau das, was sie jetzt antreibt. Sie gehen halt konsterniert, enttäuscht und angepisst in die Zentrale zurück und Justus sagt, wir übernehmen den Fall trotzdem. Wir werden das trotzdem lösen und wir werden Dick Perry zeigen, dass wir besser sind und wir müssen das jetzt trotzdem machen, Ehrensache so. Ne? Das ist das Ding, was Justus, glaube ich, da kann der nicht auch aus seiner Haut. Da kommen die mir manchmal so ein bisschen vor, als wären die so wahnsinnig drauf angewiesen, auf Auftraggeber. Ja. Tatsächlich, als wäre es so ein moralischer Ehrenkodex, dass man nur in Ausnahmebefällen das darf. So wie Vampire ja immer fragen müssen, ob sie rein dürfen bei dir. Ja? Und dass sie da überhaupt in dein Haus kommen können. Irgendwie. Was mich irritiert dann, weil das kenne ich aus solcherlei Folgen ja auch schon, aus diesem Zeitalter, dass sie nicht diskutieren, ob sie den Fall überhaupt übernehmen. Weißt du, so dass keiner angepisst ist von dem Verhalten. Ja. Stimmt. Von dieser Frau. Ne? Ja, so, bei Poltergeist sind sie total angepisst. Ja, aber das ist, glaube ich, einfach auch so eine Frage von wie viel Raum hast du? Und ja, klar. Da im Fokus ist halt der Wettstreit gewesen. Ne? Wer, ja, genau, darum wer geht's. Wer bietet sich am besten an und dann hast du nicht noch weiter Zeit im Drehbuch für den auch noch kritisch noch zu hinterfragen. Ja, genau, ja. Ne? Also, ja. Macht Sinn. Zurück in der Zentrale. Erfahren wir ja nicht nur, dass Justus unbedingt weitermachen will, sondern auch, dass er, wir erfahren von seinem heimlichen Move, während sich alle um die Ohnmacht von Mrs. Baker gekümmert haben, nämlich, dass er quasi die Nachricht, diese verseuchte Virennachricht an Tom weitergeleitet hat. Und noch dazu ein bisschen auf dem Computer herumgestöbert. Hat und ein Testament gefunden hat. Ne? Ah, oder das endlich Testament. Mal was Handfestes. Ja. Mhm. Und das finde ich auch richtig geil. Das ist halt eine handfeste Spur, aber noch nicht der Schlüssel zum Kern der Geschichte. Also noch, ne, es schreit einen noch nicht als, da machen wir genau ein Häkchen hinter mit, wir haben jetzt
das komplette Motiv und eigentlich haben wir jetzt schon den Fall gelöst. So. Ja. Nee, aber es bringt uns schon echt auf eine Spur. Also in dem Testament steht ja drin, dass sie das jetzt gerade geändert hat und einen großen Teil ihres doch schon beträchtlichen Vermögens einer gewissen Betty Sutton übermachen möchte, weil die ihr das Leben gerettet hat. Und das hat mich sofort auf die Spur gebracht, Motiv. Betty Sutton hat das inszeniert, wollte die umbringen, hat die dann gerettet, ja, so um dann irgendwie sich was zu erschleichen oder whatever. Aber in welchem Rahmen und Kontext das alles stattfindet, weiß man noch nicht. Ne? So, aber das ist auf jeden Fall schon mal so ein Ausblick, wo man sagt, da geht's lang. Ja, ich weiß, das will uns das Buch ja oder auch das Hörspiel ja aufdrängen, aber ist es wirklich so zwingend in der Abfolge, ich rette jemanden und dann ändert er sein Testament zu meinen Gunsten? Und dann bringe ich den um. Ja, es ist in Kriminalromanen, ja. Hör mal, sorry, aber ich bin an der Stelle im Hörspiel, wo ich das alles schon mitgemacht habe, nicht mehr wählerisch. Weißt du, das nehme ich. Ja, das ist okay. Ich stelle keine Fragen mehr. Ich bin schon so gebrainwashed. Ja. Man klammert sich an jeden logischen Strohhalm. Ja, genau. Irgendwas muss doch da jetzt kommen. Mal so ein Strohhalm, den man sich festhalten kann, wenn es um, wer ist eigentlich hier sowas wie tatverdächtig, wo ist ein Motiv, wo ist vielleicht auch irgendwie so eine erste Spur zu einem tatsächlichen, also was haben wir bisher auch für ein seltsames Verbrechen? Also was ist eigentlich bisher handfest passiert? Ja. Bisher ist alles so ein bisschen in der Schwebe, ne? Und Testament ist natürlich so ein Buzzword, wo man jetzt einmal... Ja, eben. Ja. Es ist nicht mehr als ein Buzzword, ne, letztendlich. Testament, Mord, das hängt so in der Krimi-Szene einfach zusammen. Aber es geht ja weiter. Es geht ja weiter. Ja, sie gehen ja in die Schule am nächsten Tag. Und ja, wer ist nicht da? Tom Wood. Ja. Wo ich so dachte, eigentlich hätte ich die gerne viel mehr auch in Szenen in der Schule. Das fehlt irgendwie in der Serie. Die sind ganz, ganz selten in der Schule. So. Bei Dreckiger Deal kommt Schule mal vor. Mhm. Ne, so, und man denkt immer sofort an TKKG. Ja, wenn ich Schule höre. Und da habe ich auch schon einen Hund gehabt. Ne? Also, aber ich mag diese Idee eigentlich sehr gerne, aber es wird ja jetzt auch nur vom Erzähler so kurz durch erzählt. Es passiert ja nicht wirklich irgendwas in der Schule, aber es geht halt mal um den Klassenkameraden. Es geht um die Idee, dass sie ihm diese Datei geschickt haben und Tom Wood da bestimmt am nächsten Morgen was zu sagen hat und dann ist er nicht da. Und ich denke so, das ist eigentlich ein Schauplatz, der ist untererzählt. Tatsächlich nur ein Autorin oder eine Autorin, die in die Schule verfrachtet. Warum grinst du da halt so? Weil ich auf der Spur bin. Stefan. Stefan. Ja, Stefan. Wer weiß. Nee, es gibt noch andere Hinweise. Also Hinweise, es sind nichts mehr als Hinweise. Aber gut, wir gucken mal. Aber Tom ist nicht da. Sie gehen nach der Schule zu Tom, ja, und stellen fest, die Tür ist auf, ne? Genau, die Haustür ist offen. Ja. Und sie hören Dick Perry, wie er rauskommt, quasi, aus dem Haus. Ja, so. Und er sagt ihnen, da seid ihr ja, ich wollte eigentlich nur mal vorbeischauen, ob dieser Tom existiert, von dem ihr da gelabert habt, und ob der wirklich so cool ist. Ja, übrigens ist der auch verschwunden und ich habe den Auftrag. Auch dieser Gefall gehört jetzt mir. So, ja. Ist aber auch geil, so diese, ich wollte mal gucken, ob es ihr habt ihr von Tom Wood erzählt, eurem mal so einen Background-Check machen, weißt du? Genau, ich wollte mal gucken, ob es den überhaupt gibt. Aber wenigstens in der Hinsicht habt ihr nicht gelogen. Also das ist schon auch sehr assi von ihm. Das ist sehr herablassend alles. Also es ist schon ganz klar. Ja, der ist schon Arschloch. Jetzt, wo er gewonnen hat, gibt er sich gar keine Mühe mehr, irgendwie nett zu sein oder so. Nee, und er gibt sich auch nicht mit dem Gewinnen zufrieden und bleibt dann irgendwie, ne? Genau. Sag ich mal, professionell, ne, sondern er muss ja auch noch irgendwie nachtreten und so, was ja echt auf einen schlechten Charakter schließen lässt.
Professionell ist er ja sowieso gar nichts mehr. Der hat ja von A bis Z da seine eigene Agenda am Laufen halt, ne? Muss man ja sagen. Ach ja, klar. Spoiler, Alarm. Nein, aber zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt könnte man sich ja noch fragen, also wenn man es denn wirklich wollte, ja, dann könnte man sich ja fragen, ey, scheiße, warum kooperieren die nicht einfach? Ich meine, die kooperieren mit der Polizei. Ja, so wenn man das drei Fragezeichen in dem Kindlichen, wie es da so dargestellt wird mit diesem Konkurrenzding, ja, wenn man das so nochmal konsequent weiterdächte, dann wäre der Schluss nahe, dass man sagt, wir profitieren voneinander, wir arbeiten miteinander zusammen. Ja, aber die Ehre, die Egos, das ist schon, haut nicht hin. Und ich glaube, das Thema ist Wettkampf tatsächlich. Ja, da sind ja auch viel mehr schon die jugendlichen Crimebuster-Detektive, die tatsächlich auch Ego und Wettkampf und so. Aber so begegnen wir, also ganz ehrlich, ich meine, das Thema Kindesentführung wird da auch mit erstaunlicher Leichtigkeit so ein bisschen abgefrühstückt. Aber ich finde auf der anderen Seite da auch Mrs. Wood ist auch irgendwie sehr krass schon so ein bisschen drüber dafür, dass ihr Teenager-Sohn, also die Sachlage ist erstmal nur, dass sie abends irgendwie da war und nicht wusste, wie, ne, wann ihr Sohn jetzt zu Hause war oder nicht und keine Ahnung, war schon irgendwie in seinem Zimmer, dachte sie, und dann am nächsten Morgen war er nicht da und da ist die dann ja schon extremst auf 180 und aufgelöst und rechne mit dem Schlimmsten. Weiß ich nicht, ob ich da gerade so sehr unsensibel, wenig empathisch bin. Oder also ich weiß, dass meine Mutter da auch auf jeden Fall auf 180 gewesen wäre. Ja. Ja, das mag schon sein, aber wenn du auf das Geheule anspielst, das geht mir auch unsäglich auf den Sack in diesem Track, Ja, aber es ist so, weiß ich nicht, ob das mehr mit mir zu tun hat, wo ich denke, da bin ich irgendwie zu kaltherzig und kann mich da nicht reinversetzen, was ich eigentlich nicht möchte. Ich weiß nicht, wir glauben es halt nicht, oder? Ich glaube, selbst wenn man es nicht kennt, glaubt man als drei Fragezeichen Krimi-Leser nicht, dass da was Schlimmes passiert sein kann. Vielleicht ist es das irgendwie so. Sorry, aber Hexenhandy hat das ganz anders hingekriegt. Das stimmt. Ja, also da spielen wir in einer ganz, ganz anderen Liga der Emotionsspitzen, die in so einem Hörspiel drin sind. Das Hörspiel ist für mich emotional flach. Ja. Das reißt mich nicht mit. Ich nehme der das nicht ab. Ich nehme auch der Mac, nehme ich ihr Drama nicht so richtig ab. Ne? So, weil das alles die ganze Zeit, dieses Komödiantische, weißt du, so wenn Dick Perry auftaucht, müsste man eigentlich die ganze Zeit mit der Tuba spielen. Weißt du, so diesen Eindruck. Muss man nicht, macht, das ist ja das Geile. So gut spielt er dann doch, dass du die Tuba und ja, dass er das schon selber macht. Aber weißt du, so auf dem Level ist für mich das Hörspiel. Das ist eher eine Komödie. Ja, aber es stimmt, die Stimmung kommt nicht rüber. Also mich reicht das auch nicht. Mich nervt diese Szene tatsächlich. Ich denke, schnell, die Polizei will es nicht wissen, alles klar, durchsucht irgendwas, kommt zum Punkt und geht. Ja, weil aber leider werden ja da sehr, sehr wichtige Dinge drin verstrickt. Ne? So, Justus geht ja hin und untersucht den Computer und nimmt Fingerabdrücke. Das hat Dick Perry nämlich nicht gemacht in seiner unglaublichen Professionalität. Ne? So, und dann nimmt er noch irgendwie von ihr etwas mit, was Dick Perrys Fingerabdrücke trägt, nämlich die Visitenkarte. Guck mal, der Spruch. Will mir jemand an den Kragen, musst du nur Dick Perry fragen. so dieses nochmal und irgendwie das Lineal vom Tom. Und damit haben sie ja im Prinzip schon wieder die eine nächste Spur. Es ist also auch so sehr, stringent. Und die Festplatte fehlt. Du hast zwei Leitplanken. Stimmt, die Festplatte fehlt. Aber du hast so Leitplanken, und die schießen dich da so durch. Nun, das ist schon interessant. Also, aber irgendwie, es ist, wie du sagst, Hanno, es geht in der Szene unter, in dem Geheule von Mrs. Willow. Also, finde ich. Es geht alles unter. Geht das so unter, was eigentlich. Ach, genau. Ich habe Mrs. Willow hier hingeschrieben in meinen Notizen, weil sie Mrs. Willow ist. Also das ist die gleiche Schauspielerin, die in Villa der Toten, die Mrs. Willow spielt. Ist das die Nachbarin?
Ja, genau. Ja, auch mit diesem ganz schrillen, nervigen Tonfall da, die Nachbarn. Ja, ja, genau. Okay. Ja, ja. Okay. Und, passt. Ja. Genau, also und das geht unter. Es ist eigentlich spannend. Es könnte spannend sein, aber es gelingt diese Szene nicht. Und das, wie man manchmal ja vielleicht rätselt, was eine Szene so gelingend macht, dann müssen wir hier tatsächlich rätseln, wie mysteriös es ist, dass diese interessanten Fakten dann doch so an einem vorbeischleudern. Aber genau, ich glaube, wir haben halt so an Fakten, zumindest aus dieser Szene, glaube ich, alles so weit mitgenommen. Ne? Genau, wir gehen Fingerabdrücken, sie überreichen ihre Visitenkarte, die natürlich auch einmal irgendwie dann vorgelesen werden muss und so. Ja. Aber dann sind sie halt auch schon wieder zurück in der Zentrale und vergleichen halt die Fingerabdrücke, weil sie natürlich irgendwie auch entsprechende Vergleichsmöglichkeiten haben, um dann eben auch ausschließen zu können. Ja. Soweit irgendwie jetzt mal im Kern. Das ist ja auch ganz schön detektivische Arbeit. Richtig. So. Das ist Handwerk. Sie kommen wirklich nochmal, genau, in detektivisches Handwerk. So. Ja. Ja. Das finde ich richtig gut, tatsächlich. Peter hat dann irgendwie die Fingerabdrücke genommen, ne? Der hat zumindest die Ergebnisse und sie stellen halt fest und das in einer Szene, wie ich finde, die nochmal zum Mitdenken anregt. Da bin ich dann wieder dankbar, ne? Dass sie dann da sitzen und sagen, ja, pass auf, also jetzt ratet mal, wieder Wettkampf, das ist das Thema, ne? Welche Fingerabdrücke drauf sind. Aber da finde ich es dann wieder spannend, wenn die drei das untereinander machen, auf ihre Art und Weise. Und dann stellen sie halt fest, dass ausschließlich Dick Perrys Fingerabdrücke da dran sind. Ausschließlich Dick Perry, weil der als letztes daran rumgefummelt hat. Ne, so, weil, und das ist ja eben gerade der Clou, ne, so die Fingerabdrücke vom Tom sind halt nicht drauf, was ja bedeuten muss, dass Dick Perry diese Tastatur benutzt hat, nachdem sie abgewischt worden sein muss. Ne, so, und das heißt natürlich, dass Tom diese Tastatur abgewischt hat. Oder irgendwer anders diese Tastatur abgewischt hat und sie schließen aus, dass Tom das macht, weil warum sollte er, warte, aber sie kriegen doch auch noch eine E-Mail, ne? Ja, pass auf, aber ja, vorher, die Festplatte fehlt, alle Fingerabdrücke sind weg, außer die von Dick Perry. Deswegen schließen sie, dass ja eigentlich der Täter, der die Festplatte genommen hat und vermutlich auch Tom entführt hat, dass der das abgewischt hat, beziehungsweise es untermauert die These, dass ein fremdes Einwirken da war, weil das machen Täter nun mal. Jemand anders hätte das nicht machen sollen. Wenn Tom gegangen wäre, hätte es keinen Sinn gehabt, dass er seine Fingerabdrücke vom PC tut. So. Und das ist natürlich schon eine gute Schlussfolgerung. Und spannend ist ja vor allem, das ist ja, und das muss man nochmal sagen, total cooler Move von Dick Perry, dass er danach das Ding befummelt, ja, weil dann es ja wirklich so aussieht, als wäre er nicht der Täter, also sozusagen. Ja, ne? Ja, das stimmt. Also das ist das, was ich meine. Also so diese Spuren, technisch ist dieser Fall gut gemacht. Ich bin auch froh, dass wir zu diesem Zeitpunkt jetzt mit Fingerabdrücken und einem entführten Klassenkameraden und weiß nicht alles, wir verlassen jetzt diese absurde ASCII-Quatschki-Nummer, ne? Mehr oder weniger. Wir kommen aber direkt sofort wieder auf die ASCII-Quatschki-Nummer. Ja, aber es wird halt jetzt nochmal, es wird mehr und mehr ein anderer Fall. Es wird mehr und mehr eine Kriminalgeschichte, die Facetten kriegt, die dann irgendwie für mich auch mehr anfängt zu funktionieren, Gott sei Dank. Aber weil wir kriegen jetzt diese Idee, dass Tom offensichtlich, weil es gibt ja keine Einbruchsspuren und ähnliches oder Spuren eines Kampfes, wir kriegen jetzt das Bild, dass Tom irgendwann irgendwie wen reingelassen haben muss und der ihn mitgenommen hat und das nicht mit Gewalt, sondern vielleicht mit vorgehaltener Pistole oder so. Deswegen weiß man halt auch nicht, ob jetzt Mann oder Frau. Es gab keinen Kampf und Tom ist aber weg. Das ist irgendwie so ganz, ganz cool. Und jetzt kriegen wir halt auch noch von dem gerade verschwundenen Tom auf einmal eine E-Mail präsentiert. Sie haben Post. So, ein Beweisstück allererster Güte, wie Peter dann ja auch so sagt. Das ist total geil, das mag ich. Ja. Und das ist ja auch nun mal, jetzt kommen wir auch tatsächlich zu meinem Glanzstück, wo ich so am meisten mitgenommen bin. Ja, also Tom hat ja in dieser E-Mail, die er ihnen geschrieben hat, schon gesagt, ich habe den wahren Absender rausgekriegt. Ja, also. Ja, genau. Und jetzt mal abgesehen davon, dass es technisch jetzt ein bisschen
seltsam ist, was er so erzählt, aber das ist ja spannend, weil ich weiß nicht, habt ihr in der Rocky Beach Com gelesen, da hat sich ja Ben Nevis in der Fragebox auch mal ein bisschen zu geäußert. Er hat gesagt, dass er nicht so ins Detail gehen will, weil in 20 Jahren ist das eh alles veraltet und so. Klingt so ein bisschen nach Schutzbehauptung für ich hab's nicht kapiert, wie es geht. Dieses Internet. Aber genau, aber abgesehen davon ist es so, er hat rausgekriegt, wer der wahre Absender ist. Und er hat sich sogar noch auf dessen Seite umgesehen. Ja, gehackt. Also, und noch zwei Dateien gefunden. Aber er möchte es dem Justus nicht so leicht machen. Und hat das Ganze in ein Rätsel verpackt. Er hat eine lange Nase und ist doch kein Elefant. Also, vor allem, er sagt halt, sorry, also, ich weiß zwar nicht, wer sich dahinter verbirgt, aber schließlich sollst du noch was zu tun haben. Aber wenn er doch mit seinem Rätsel auf Dick Perry verweist, dann weiß er, also dann ist das genau, ich weiß, wer dahinter steckt, oder? Er sagt vielleicht nur die Adresse. Detektiv Dick Perry, und da könnte es ja auch der Hausmeister gewesen sein. Aber du hast recht. Stimmt, das ist ein Logikfehler. Ja, natürlich kann man sich da eine Menge konstruieren. Das ist natürlich aus aller Sicht total konstruiert, dass Tom sich nochmal eben... Tom scheint ja auch als Computerhacker durchaus lyrisch ambitioniert zu sein und sich noch die Zeit zu nehmen, da Kinderreimen zu verfassen. Das Geile ist auch, er nimmt sich sogar noch die Zeit, während es an der Tür klopft, zu schreiben, es klopft gerade an der Tür. Wer mag das wohl sein? Ich schaue mal nach. Ganz realistisch, so macht man das doch. Ja, also trotzdem, bis da dann. Da muss ich intervenieren. Also erstmal zum Rätsel. Das Rätsel ist kacke, das ist ohne Frage. Und es wäre schöner gewesen, der hätte unser Rätsel genommen. Ne? Das wäre lustiger gewesen. Aber unser Bilderrätsel, ja, super. Er hätte einfach denen so ein Pimmelbild geschickt. Ne? Das ist so. He has a long dick, but he isn't an elephant. He isn't a horse. Ja, und stellt Poloshirts her. Ne? Ja, genau. Aber ich muss sagen, klar, das ist unrealistisch, dass er sagt, oh Mann, wer ist denn da an der Tür? Aber das erzeugt Spannung. Wir wissen, oh Mann, das ist der Drecksack, der dich entführt hat. Das finde ich schon irgendwie cool. Ja, so. Es ist dramaturgisch. Ich finde diese Szene auch super. Und das ist auch die Szene, die am ehesten wirklich eine Spannung erzeugt. Wenn man so dieses Gefühl, du rennst gerade in dein Verderben und mach bloß nicht die Tür auf. Und wir haben diesen Wissensvorsprung. Also das ist gut gemacht. Nur Realismus ist halt wie immer auch nicht alles. Ja, also genau. Es ist ja, es muss ja die Perry gewesen sein, der gemerkt hat, dass er auf seiner Festplatte oder auf seinem Server oder auf seiner Seite oder wo auch immer drauf rum am Suchen ist. Also insofern schon ein ganz schöner Computercrack sein muss. Genau, weil der hat auch sofort die richtige Adresse rausgefunden, hat sich sofort auf den Weg gemacht und hat ihn sofort einkassiert. Ja. Hätte man ihm nicht zugetraut, ne? Wie sagt man? Da fackelt man nicht lange, das wollte ich sagen. Ja. Know-how und Entschlossenheit. Die zwei Grundingredienzien für Erfolg oder wie man sagt. So. Ja, und zunächst gucken sie sich natürlich dieses Rätsel an und Justus, ganz untypisch, verliert total schnell die Geduld irgendwie so. Ne? Justus ist total untypisch in der Folge. Ja, wir verlieren uns sonst in der Dramaturgie natürlich auch irgendwie völlig in ganz vielen offenen Enden und Wirrwarr. Deswegen macht das total Sinn. Hätte ich wahrscheinlich anstelle von Ben Nevis genauso gemacht. Wir können uns jetzt nicht so lange hier auf dieses Rätsel konzentrieren, was erst am Ende irgendwie nochmal eine Rolle spielt und gar nicht so kompliziert ist. Muss jetzt irgendwie weitergehen mit was anderem. Ja, genau. Er hat ja tatsächlich, ist ja wegen dieses Rätsels auch kritisiert worden in der Fragebox. Ja, zu Recht auch. Ist ja auch völliger Quatsch. Und er sagt ja im Roman auch, dass er, also lässt der Justus ja sagen, dass so mancher Krimileser sie auslachen würde. Und er spielt in dieser Fragebox damit, dass er das absichtlich gemacht hätte, damit
die, also damit die Leser da drauf kommen. Weil er fände es mal schön, wenn die Leser mal vor Justus auf die Idee kommen. Leser aber trotzdem ist ein bisschen unterschätzt auch. Ja, ne? Vermutlich. Ja. Genau, sie gucken sich also die beiden Dateien an. Die heißen Gold 1 und Gold 2. Das erste zeigt einen Mann, der mit einem kleinen glänzenden Koffer über einen Zaun klettert. Ja, und sie kennen den nicht, ne? Aber sie gucken sich die zweite an und das ist wohl ein Bild mit lauter verästelten Linien. Ja, und am Ende einer Linie ist ein Punkt und diese Linien enden alle auf einer Ebene sozusagen oder auf einer horizontalen. Könnte ein Stammbaum sein. Oder eine Schaltzeichnung. Ja, genau, richtig. Irgendeine technische Zeichnung oder so. Ja, ja. Ne, das ist ja cool. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da mal so ein bisschen nachzugehen, dann habe ich auch ein Bild im Kopf. Ne? Dann, ja. Das funktioniert. Ist gut beschrieben. Ja. Ja. Und vor allem dieses Bild, was wir da haben, dieser Typ, der da über den Zaun klettert und so, ich finde, das lenkt dann wiederum total toll auch von Dick Perry als Verdächtigen ab. Das ist so dieses ganz viele Handlungsstränge, die dann am Ende, das muss man der Geschichte, finde ich, schon zugutehalten, irgendwie auch interessant miteinander verwoben sind. Ja. Wenn man jetzt nicht nur Logik nimmt, sondern es ist halt so miteinander verbunden, dass man es auch wirklich nicht von Anfang an checken kann. Ja. Aber am Ende kommt was raus, was okay ist. So, ne? Und dieser komische Mann auf dem Foto ist nochmal wieder was Neues. Ja. Eine neue Richtung, eine neue Spur. Das mag ich. Ja, während sonst oft, nicht oft, aber doch hin und wieder oder oft genug jedenfalls die Stränge im Drei-Fragezeichen-Universum sehr linear und in einer alleine sind, haben wir hier Testament, zack, ab dafür. Ne? Und hier ist halt Testament und dann weiß der Geier was, dann wird noch hier wer entführt und dann tauchen da jetzt irgendwelche Bilder auf und noch wieder ein fremder Mann und da ist eine Menge los. So. Ja, also es ist schon fast TKKGS. Was? Weil die auch immer zwei Fälle das haben. Das kann ich nicht nachvollziehen, warum du das gerade... Ja, genau, weil es mehrere Fälle gibt. Irgendwie. Es gibt mehr Kriminalität. Da kann ich nicht mitgehen. Weil es gibt ja gerade genau nur den einen Fall. Aber der ist halt so interessant aufgefächert. Na, das ist nicht nur ein Fall. Spannenderweise vertritt Justus aber eigentlich Hannos These, weil er ja nachher sagt, er möchte Cotta nicht sagen, dass das was mit dem Fall, den sie bearbeiten, zu tun haben könnte, Toms Verschwinden. Weil das sei ja schließlich noch nicht erwiesen. So. Ja, aber es ist ja ein Fall. Es hängt ja miteinander zusammen. Nein. Es gibt mehrere Fälle. Ja, Tom wurde aber vermutlich von der Qualle entführt. Ja. Also insofern ist es derselbe Fall, streng genommen. Nein, aber es ist aber eingebettet in eine größere Kriminalität. Wenn du auf diese ganze Schmuggler... Es kommt noch mal einer oben drauf. Es ist nicht nur ein Fall, sondern es gibt da ein Strom von Kriminalität, sag ich mal, der im Hintergrund sich abspielt, aber am Ende, gut, ja, doch, du hast recht, kann ich so nehmen. Ja. Der Punkt stimmt, dass da tatsächlich recht am Ende doch recht kunstvoll ja eher zwei bis drei unterschiedliche Kriminalfälle irgendwie inhaltlich noch zusammengebracht werden. Ne? Verhackstückt. Ja, gut, es ist halt, ne, es macht es nicht ganz gefällig so im... Um maritim zu bleiben, es ist so ein bisschen im Fahrwasser. Ja, und es ist halt auch so das krasse Gegenteil zur letzten Folge, ne, der riskante Ritt und so, wo ich gesagt habe, die mag ich so, weil die plätschert so durch. Ne? Und hier ist es halt echt, du musst sehr genau aufpassen. Es sind eigentlich relativ viele Leute, es passiert relativ viel, es gibt einfach viel Inhalt. Schichtsalat. Schichtsalat. Da liegen Freud und Leid sehr nah beieinander. Ja, Schichtsalat, das ist immer so eine ambivalente Geschichte, findet ihr nicht? Die sehen spitze aus, aber
So wirklich alles schmeckt nicht an ihnen. Ja, ist halt gut umrühren. Ne? Also, sag mal, ja, das trifft es auf jeden Fall. Das ist ein schönes Fazit für die Folge. Diese Folge schon, ist quasi so der Schichtsalat der drei Fragezeichen. Kommt auch emotional nicht so durch. Ne? Geschichtssalat, genau. Aber ja, wir sind noch mit drin. Und sie, ja. Genau, sie versuchen zu verstehen, was hinter diesen Dateien Gold 1, Gold 2, was dahinter stecken könnte. Ja. Und die Idee, die jetzt kommt, ist halt, da muss man ja einfach sagen, ist halt eine sehr charmante, ne, wie sammelt man Informationen und das, was halt damals die Telefonlawine war, wird jetzt nochmal in die Neuzeit geholt. Als zum zweiten Mal. Lawine. Ne? Mhm, ein Band vorher ist André Marx auf dieselbe Idee gekommen und hat das auch als Premiere gefeiert. Und hier wird es ja auch nochmal als Premiere gefeiert. Das ist witzigerweise, die wussten wohl voneinander nicht, dass sie das, also beziehungsweise Ben Nevis wusste nicht, dass André Marx die erfunden hat. Vorher schon. Na, Sie sprechen sich wohl nicht so deutlich ab und lesen sich ja auch nicht unbedingt immer. Jetzt, wo du das sagst, es ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe ja eben gesagt, wir haben ja Folge vorher, Folge nachher auch schon besprochen. Das heißt, wenn wir jetzt in unsere eigene Folge zum Erbe des Meisterdiebs reinhören würden, haben wir uns da wahrscheinlich schon zum Thema E-Mail-Lawine ausgetauscht und haben es vergessen. Aber es wird halt hier tatsächlich nochmal neu erklärt für die Doofen und es zündet auch nochmal jetzt neu im Sinne von, es ist eine charmante Idee. Ich finde zwei Dinge bemerkenswert an der Stelle. Tatsächlich, weil erstmal die E-Mail geht nicht mehr nur an Freunde, sondern die geht an Freunde und Freundinnen. Das ist eine Neuerung zur Telefonlawine, weil die Telefonlawine ging immer nur an Freunde. Auch wenn sich Mädchen nachher zurückgemeldet haben. Mhm. Was ich auch interessant finde an der Stelle ist, dass Bob noch einwirft, dass man sie mit einem Verfallsdatum versehen muss, weil man sonst unter Umständen ja in ewigen Zeiten nochmal irgendwie Mails zurückkriegt darauf, ne? So, weil das Internet vergisst ja nichts. Sie benutzen auch jetzt, das finde ich auch wiederum dann ganz, ganz nett, weil es wird halt nochmal so ein bisschen handfest jetzt weiter voran. Sie haben halt nicht so viele Spuren und eine ist halt aber die besagte Mrs. Betty Sutton, für die ja Mrs. Baker ihr Testament geändert hat und die da irgendwie dieses Tauchabenteuer mit ihr durchstanden und ihr das Leben gerettet hat und macht insofern total Sinn, bei der auch jetzt mal vorbeizuschauen. Aber zuvor muss Inspektor Cotta angerufen werden. Mhm. Der droppt etwas von, dass er beschäftigt ist mit Schmuckdiebstählen, die nicht mehr irrigiert werden. Buzzword. Ja, wobei ich sage, das kommt mir irgendwie zu kurz. Ich wüsste ja schon, was wird da, Schmuck wird ja immer geklaut. Das ist doch jetzt irgendwie so, also es hätte ich gerne ausgeschmückter gehabt irgendwie, so dass so er ein bisschen mehr seinen Neid klagt. Oder ja, so wie bei Verschwundener Schatz oder so. Ne? Aber es ist so, dass er verspricht aber, mit den Kollegen zu sprechen und dann ist ja so, dass Justus so insistiert und sagt, bitte nicht nur sprechen, sondern hier machst du mal aber schön, hilfst du mal fleißig selber mit, ne, so. Tun Sie bitte mehr als das. Greifen Sie Ihren Kollegen mächtig unter die Arme. Das ist doch total wichtig, Inspektor Cotta. Ja. Ich belehre Sie jetzt, wie Sie Ihren Job machen. Ja, ich finde, also bei mir bleibt sowas hängen. Ich mag das nicht, wie er das sagt. Und gleichzeitig behält er die Hälfte ja für sich. Ja, so irgendwie. Das ist, finde ich, irgendwie blöd. Also ganz ehrlich. Ja, aber auf der anderen Seite, ich finde, Inspektor Cotta ist da ungewohnt heiter und nimmt so die Erwähnung von Dick Perry zum Anlass, da wirklich auch sehr lustig und treffend Justus auch so aufs Korn zu nehmen. So, ja, hier, den kenne ich. Weil eigentlich will Justus ja, ich warne Sie mal so nach dem Motto, wenn Sie jetzt hier in dem Kontext auf den Namen Dick Perry stoßen, dann Achtung. Und Dick Perry, den kenne ich. Ja, der ist, der wird da gezeichnet als so ein bisschen so ein Schlawiner, aber der bringt durchaus Ergebnisse und der könnte euch als Konkurrenz mal echt gefährlich werden. Ja. Und den kenne ich da. Santa Monica und seine Assistentin wird da erwähnt. Das erste und einzige Mal.
weiß nicht, ob die zum Beispiel auch im Buch, würde mich sehr interessieren, nochmal irgendwie Raum kriegt, weil die taucht ja nachher auch so ein bisschen im Hörspiel Simsalabim, ne, Scooby-Doo. Auf einmal ist es dann noch irgendwie die Assistentin Barbara Stevens. Also nicht, dass mir groß aufgefallen wäre. Ist es das die einzige Szene, wo sie erwähnt wird, dass Dick Perry eine Assistentin namens Barbara Stevens hat und dass Inspektor Cotter sie halt eben beide kennt und sagt, ja, ja, der muss schon ernst nehmen als Konkurrenz. Ja, ja. Schön finde ich dann auch noch am Ende, wie er sagt, irgendwie, ob dann vielleicht Dick Perry, Justus Jonas oder sogar ein gewisser Inspektor Cotter die Nase vorn hat. Und wer es noch nicht verstanden hat in dem Moment, das Rätsel, was wir aufbekommen haben mit, er hat eine lange Nase und ist doch kein Elefant. Mhm. Ja, so jeder Mief ist ihm bekannt, das reicht ja im Prinzip schon. Ne? So, dann hat man jetzt nochmal die Nase. Ja, die Inspektor Cotter da so rein droppt als Hinweis nochmal für das Rätsel, an dem wir ja noch hängen. Da wäre mir gar nicht aufgefallen. Das habe ich, aber ja, kann man so, ja, kann man so machen. Doch. Ja. Literarisch wäre das angesagt, auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, weil literarisch ist das schon, wie du, Stefan, die ganze Zeit auf Spannung gehst und so. Ne? Handwerklich ist das gut. Ne, ist das schon, also gut, nein. Es ist konsistent gemacht, aber es ist solide. Gut, nein. Ja. Solide gemacht. Da ist schon viel Gutes dabei. Er hat sich stets bemüht. Ja, aber geil ist halt, Justus steigt halt gar nicht auf diese Nickeligkeit vom Cotter ein, sondern macht so auf einmal auf ernsthaft betroffen. Mir ist egal. Ja, Hauptsache, der taucht wieder auf. Ah, Tom Wood, ich mache mir solche Sorgen. Hauptsache, der taucht aber wieder auf. Aber nochmal was anderes, man, was Cotter ja damit macht, er stellt nochmal das, sag ich mal, so Wettkampf. Das Thema, ja, das Thema des Buches hervor, wo wir uns ja so daran stören, weil das ja so auch manchmal so plakativ in den Vordergrund gedrückt wird, ne, so in dieser Szene mit Mac Baker. Schon fast wie in einer Sportfolge. Ne? Aber genau, es ist so, wie im Schreibratgeber halt, also so, ne, du musst den, also es braucht einen Konflikt und der muss sich durchziehen und das ist hier der Wettkampf. Die Frage, wer wird gewinnen, so, und das bedient ja, das holt ja jetzt Cotter nochmal hoch und damit ist es nochmal auf dem Tapet, es geht um diesen, wer ist der Erste, wer ist der Beste und so, ne, und ja, das fällt auf, finde ich. Ich meine, schön ist halt, dass jetzt ganz subtil, da kommst du halt im ersten Moment nicht drauf, dass jetzt der Weg zu Betty Sutton führt halt jetzt in die Aquarienabteilung des Meereszoos Waterworld, wo es Quallen gibt. Nee, da kommst du ja jetzt erstmal gar nicht drauf. Die arbeitet auch genau könnte, da in ne? der da Quallenabteilung. So subtil gelöst. Und ne? Justus kommt da schon so klug reingeschissen. Ja. So ist das nicht eine was? Eine Dippete et Vartii? Ja, so Foscalia et Vartii. Foscalia et Vartii. Da kriegst du Warzen von, wenn die dich streift. Expecto Patronum. So, habe ich bei meinem Griechen gelernt. Ja. Da esse ich Tintenfischringe, verstehst du? Ja, das ist auch so obskur. Das ich meine, Foscalia ist, glaube ich, griechisch, aber oder so ähnlich, aber das ist so obskur einfach. Ja. Das habe ich bei meinem Griechen gelernt. Ja. Ey, sorry. Ja, ich brauche irgendwer noch einen dummen peinlich. Spruch. Ja, aber, ja, wir lernen auf jeden Fall Mrs. Sutton erstmal kennen als eine ziemlich zufriedene Person, die auch sehr kundenorientiert da ihren Job macht. Weil die ist halt auch so geil, ich arbeite hier, obwohl ich weiß Gott Besseres vorstellen könnte, als jeden Tag Aquarien auszubessern, weißt du? Aber das ist so, ihr Job, echt? That's the spirit, Alter. So, das bindst du erstmal jedem auf die Nase, dass du einfach da dich echt richtig unterfordert und unruhig. Ja, sie ist ja in Wirklichkeit auch Assistentin von einem Detektiv, oder? Ach, was die nicht alles ist. Ja, aber das Ding, ja, aber das weiß ja keiner. Das ist ja ihre doppelte. Das frage ich mich nämlich auch, warum? Also, sie ist da ja eigentlich quasi in ihrer Rolle inkognito im Auftrag, bindet aber, als die dann fragen, nach Mac Baker fragen, so, ne, und hier dem Wrack und dem Fischkutter, ist die Mrs. Sutton die Erste, die erzählt, dass ja, was denn heute los, eben weil dieser fette, klebrige Detektiv Dick fette, Perry da. Klebrige, mein Mann. Genau, also warum erzählt sie denen das?
Müsste sie ja gar nicht. Also klar, so schafft sie natürlich vermeintlich Distanz, genau, zu diesem fetten Kerl, mit dem sie überhaupt nichts zu tun hat. Cleverer wäre es natürlich, einfach gar nichts darüber zu sagen, dass er schon da war. Dann ja. So. Aber zwingt sie ja, ja keiner, gut, aber diese Information für uns als Leser und Hörer in dem Fall ist es ja vielleicht spannend. Wir werden ja damit getäuscht. Wir sollen ja damit getäuscht werden. Ne? Mhm. So. Ich glaube, das ist das einzige Motiv. Ja. Wir sollen denken, naja, die haben nichts miteinander zu tun, sondern die finden den auch doof. Und jetzt kommen auch noch die drei Fragezeichen. Dick Perry hat es wieder versaut, auch für die drei Fragezeichen sozusagen. Er war nämlich auch schon wieder da. Ne? Ja. So bei diesem ganzen Schachspiel, wie es zu der Situation kommt, dass Dick Perry den Fall kriegt, zieht er die ganze Zeit nur nach. Justus ist in der Aktion, ja, legt einen vor, Dick Perry kommt hinterher und muss die ganze Zeit nur auflösen. Aber von dem Zeitpunkt an, wo Dick Perry den Fall hat, aus Sicht der drei Fragezeichen, ist er den immer einen Schritt voraus. Ja. Ja, er nervt die Sau, ja, auch vor allem. Der ist immer da, ja. Das kann man so sagen. Und, ja. Oh, jetzt weiß ich, Saul Goodman. In Dick Slipping Jimmy hat Postwurfsendungen verteilt. Ja. Weißt du, ich erinnere mich gerade an so Werbespots, die so auf irgendwelche total bescheuerte Art und Weise gemacht werden. Saul Goodman Slipping in Jimmy. Dick. Ja. Also es ist also auf jeden Fall klar, dass sie schon echt von die ersten Sätze oder die zweiten Sätze schon klar machen, ich habe keinen Bock, mit euch zu kooperieren. Und da finde ich es ganz gut, dass Justus so sagt, okay, ich habe nicht viel Zeit, ich konfrontiere sie direkt, ja. Und jetzt hör mal, also das finde ich richtig gut, wie ein Journalist eigentlich fast schon, ne? Sagt, ja, aber sagen Sie mal, ist das plötzliche Auftauchen der Quallen im Schiffswrack nicht total ungewöhnlich, ja, und dann stockt sie ja kurz. Ja, will den loswerden, sofort. Und weiß nicht, was sie sagen soll. Und dann sagt sie, ja, ist aber genauso ungewöhnlich, wenn man dauernd gestört wird, also bla bla, ja. Und dann will Justus noch wissen, warum ist das Aquarium so leer? Und dann sagt sie, die Quallen sind geklaut worden. Und das hätte sie nicht sagen müssen. Ja. Das ist total dämlich. Ja. Ich hätte sagen müssen, das muss gereinigt werden, deswegen sind die gerade woanders und jetzt verpisst euch. Ja, genau. Ja. Habe ich aufgegessen beim Griechen. Ja. Habe ich an Griechen verkauft. An deinen Griechen habe ich die verkauft. Ja. Da hast du gelernt, dass die so heißen. Es ist halt ein bisschen konstruiert, aber genau, wir erfahren halt, dass offensichtlich diese Hunderte von Quallen, die das Trauma ausgelöst haben bei der armen MacBaker, dann genau diese Hunderte von Quallen sind, die aus Waterworld da gestohlen worden sind. Wie klaut man die? Mit dem Eimer. Ja, jetzt kommst du wieder mit so einer ganz pragmatischen Frage, Stefan. Ein Eimer? Führt doch zu nichts. Nee, viele Eimer mit viel Wasser, weil Quallen bestehen in erster Linie aus Wasser. Also das müssen so, wenn das viele hundert sind, müssen das hunderte Liter Wasser sein. Die man die Frage, wie eng kann man die quetschen? Die sind ja sehr flexibel. Vielleicht kann man die gefriertrocknen und nachher wieder... Ne? Instant. Naja, egal. Nee, es sollte nur ein bisschen Kräuter der Provence dran. Ich habe Instant-Quallen gemacht. So. wie so Brühe. Genau so. Ja. Ramen mit Quallen. Ja, aber ich finde es ganz spannend. Rahmenhandlung. Ja. Ja, ich finde es ganz spannend, ganz süß, dass Peter so protestiert. So voll so, wir haben Eintritt bezahlt, Mann. Ne? So. Ja, aber sie kontert das perfekt. Sie kontert das perfekt und sagt, ja, dann holt ihn euch halt wieder. Euch geht's doch gar nicht um die Tiere. Aber ich muss ja an der Stelle jetzt, weil die nächste Szene wieder, das mag ich auch, dass sie relativ viel wieder in der Zentrale immer sind. Das ist so dieser Oldschool-Ort, um sich zu sortieren und wieder auszuschwärmen. Und das mag ich so, diese kurzen Beratungen in der Zentrale gibt es da relativ viel. Nächste Szene, sie sind in der Zentrale und checken ihr E-Mail-Postfach. Und das, was Sie haben Peter da so als Spam abtut, so von wegen irgendwie, es gibt irgendwie seltsame Leute und so, Blödhammel. Ja. Ich muss ja mal sagen, Stiftung Meerschutz.org, ne, ist eine tolle Seite, wo dann auch klar wird hier, dass das Neptungras,
ne, Meeresgras und so. Und das Neptungras gibt es vor Ibiza. Ist mit über 100.000 Jahren eines der ältesten Lebewesen der Welt. Ne? Also so ein bisschen Respekt und Schutz hat das Meergras doch verdient. Wie unsensibel diese Gut, Peter diese ernsthaften Worte lagen mir jetzt am Herzen. Ne? Aber ja, weil das wird so abgetan halt immer, ne? Als irgendwie so ein scheiß Spam, ja. Irgendwas mit Meer und mit Meergras und egal. Heute nennt man das Online-Petition. Ja, glaub ich, ne? So. Ja. Hat sich durchgesetzt. Finde ich wichtig. Mehr Gras. Muss mehr Aufmerksamkeit bekommen. Find auch. Mehr Marketing für mehr Gras. Mehr Marketing für mehr Gras. Mehr, genau. Mehr Gras. Mehr Marketing für mehr Gras. Ja, das könnte man auch schon fast wieder anders verstehen. Wann ist Bubatz legal? So. Genau. Mehr Gras. Ja. So. Sorry, ich war kurz abgebogen. Ja, ich finde, so ein kleiner sonst, aber gesellschaftskritischer Hint, ja, der tut immer gut. Ja, lag mir am Herzen. Auf jeden Fall. Ja, ja, es ist aber auch eine E-Mail von einer Mary dabei, die Peter küssen möchte, was problematisch ist, weil ich glaube, sie ist sehr jung. So, ne? Und ja, da merkt man halt auch, dass die Sprecher die redselige eben, Leiser. Ja, das die ist, Sprecher sind halt schon älter und ja. So. Ja. Und die erkennt, hat jedenfalls den Mann auf dem Foto erkannt, und zwar als ihren bösen Nachbarn. Also, ne? Ja, der schreit mich immer an, wenn ich spiele. Ja. Direkt der schon heißt, klar, was das für einer ist. Arschloch heißt der. Der heißt auch noch so. Der heißt, genau. Laut Bob heißt er Shaq Sharky. Ja. Das ist Shaq. Shaq. Finde ich so geil. Shaq Sharky. Finde ich einen coolen Namen, ganz ehrlich. Shaq gefällt mir. Shaq Sharky. Also, der Spitzname ist ja kein Spoiler. Wir wissen ja, der Spitzname von ihm ist Doggy. Wieso heißt der, wenn einer den Nachnamen Sharky hat, und dann nenne ich ihn doch nicht Doggy. Doggy. Ja, das ist doch bescheuert. Das liegt auf der Hand, den dann Sharky zu nennen. Oder Shaq Sharky. Oder Sharky Boy. Oder Shaggy. Shaggy, Sharky. Naja, aber das ist natürlich eine heiße Spur. Und das ist natürlich auch wieder toll. Die E-Mail-Lawine ist genauso geil wie die Telefon-Lawine, stellen wir fest, weil sie bringt Ergebnisse und das ist cool. Du hast eigentlich, also es ist ein cooles Instrument. Sie bringt wenig Ergebnisse. Sorry, aber sie bringt zwar das Ergebnis, aber früher war es so, dass sämtliche Telefonleitungen heiß laufen und dann einer am Telefon sitzt und Telefondienst hat, der Telefonanrufbeantworter quillt über und bei den Mails ist die Ausbeute eher rar. Ja, gut, das stimmt. Ja, aber das ist ja aber auch klar. Ich kriege jeden Tag fünfmal mehr Spam. Das ist aber wie bei Wer wird Millionär. Das kommt auf die Frage an, ob die Lawine gut ist. Und klar, wenn du ein Foto von einem Menschen hast, ist eine E-Mail-Lawine natürlich perfekt. Und wenn du aber so ein kryptisches Gemälde oder wie du es nennen willst. Irgendwas mit Büsten. Dann ist es eher schwierig. Ne? So, also das liegt eher an der Wahl, dass das nicht geeignet war. Ich finde das schön, dass tatsächlich so nochmal rauskommt, dass sie so auf die Spur gesetzt werden wieder. Und sie ja eigentlich müsste man meinen, jetzt endlich einen Vorteil gegenüber Dick Perry errungen haben. Ne? Einmal oldschool ins Telefonbuch geguckt, man weiß, wir müssen... Warte, hier, das ist George Jonathan. Ja. Jonathan Rex. Check. Ja, sollen wir ihn anrufen? Also in genau so einer Szene, nur dass die Namen andere sind, aber ähnlich gesprochen. Also ich glaube, da ist Nostalgie auch wieder hochgekommen. Und insofern, es geht halt jetzt zu Sharky. Es kommt die nächste sehr seltsame Figur. Und seltsame so eine Szene, wo ich mich auch einfach frage, also wo ich mich wirklich, ich meine, wir machen hier, weiß ich nicht, 2,5 Stunden Podcast und man darf sich nicht drüber wundern, was eine gewisse Länge kriegt oder so, aber sorry, das ist so albern, warum ich verstehe diese Szene. Warum sucht er eine Putzfrau und lässt die trotzdem rein oder schließt als erstes, dass die auf die Anzeige da sind? Der hat wohl eine Anzeige geschaltet, dass er eine Putzfrau sucht. Ja, so. Es ist so gekünstelt. Ja, und dann klingeln die da und dann, warum lässt er die dann überhaupt rein, wenn 5 Sätze später klar ist, dass Männer eh nicht putzen können und dass sie auch wieder gehen müssen. Der alte Move von Justus, natürlich erstmal auf Toilette zu gehen, das ist halt hier wie bei Magische Kreis. So, und dabei belauscht er natürlich auch, dass er wohl irgendwie erpresst wird wohl. Ne? Und da, es ist
ich finde es sogar irgendwie witzig. Zum einen, dass Justus sagt, ich will aufs Klo, und der Jack Sharkey sagt, ja, wenn es unbedingt sein muss, so, wo ich so denke, jetzt wäre es cool, Justus würde sagen, nee, ich kann ihn ja auch aufs Sofa pissen, ja, so, das geht auch. So, und dann. Nee, Entschuldigung, ich muss einfach nur tierisch kacken. Deswegen dauert das auch so lange. Ja. Und diese witzigen, ja, also, ja, klar, es ist extrem gestelzt natürlich. Ja, aber ich finde es witzig, was sie draus machen. Wenn sie eine Empfehlung vom größten Hollywood-Regisseur der Welt hätten. Also ganz viele Rückgriffe. Ja, es sind ganz viele Rückgriffe in dieser Folge drin. Gekünstelt. Ja. Es wirkt wahnsinnig. Aber also, es geht ja auch nochmal darum, können Männer gut putzen? Das ist natürlich ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Ja. Und dann ist es. Achtung, Triggerwarnung. Nein. ist das natürlich, ja doch, klar, je nachdem, du kannst es ja dann, ne, das ist ja eine spannende Frage, ne, so, Jack Sharkey ist der Meinung, nein, und es ist ja dann auch ganz cool, finde ich, wie sie da am Schluss ihm so recht geben, irgendwie. Und er sagt, dekonstruiert sich selbst. Und der Bock dann so sagt, ja nee, so wie sie das sagen, dann ist es schon besser, wenn sie dann eine Frau haben und so. Und er so, ja, so kann man das auch nicht sagen. Da war die eine, die und so weiter. Also er will schon gerne reden, der hat auch nicht viele Leute. Ja, ja. Aber ich kann euch eure Frage, die ihr gestellt habt, kann ich euch beantworten. Warum macht man das? Welche? Wir haben so, genau. Im Buch gibt es die Szene nicht. Im Buch macht er die Tür auf, sagt, ich suche eine Frau, ihr Schweine, und knallt die Tür wieder zu. Ja, so, danke. So, genau. Ja, cool. Und die kommen dann auf die Idee, Kelly zu fragen, sich zu bewerben und sie dann reinzulassen. Crybuster. So, ja. Mhm. Und Kelly macht das auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, echt super, wie Kelly. Also Kelly ist da spitze. Die ist so abgeklärt, so tough, so cool. Mhm. Und sie nimmt dann die Stelle bei ihm an und sie brechen dann bei ihm ein. Das klappt alles auch nicht und er erwischt sie beinahe und Peter lässt irgendwas fallen. Das geht dann kaputt und Kelly wird dann von diesem Jack Sharkey runtergemacht, dass sie die dummste Kuh der Welt wäre. Und schmeißt sie raus. Aber sie haben dann alles gefunden. Alles das, was wir erfahren, weil Justus im Klo ist, passiert dann in dieser Szene, wo sie bei ihm aufs Grundstück eindringen sozusagen und während er im Pool sitzt, heimlich seine Sachen durchsuchen. Ne? Hm. Und das ist toll. Okay. Das ist ein tolles Kapitel tatsächlich. So muss man sagen. Ja, das versöhnt mich ein Stück weit mit der Geschichte an sich, dass dieser Dialog nicht stattgefunden hat, aber nicht ausreichend. So gut, wenn Kelly das so macht, dann findet sie wahrscheinlich ja auch raus, dass Betty Sutton die letzte Putzfrau von ihm war. Nee, das finde ich tatsächlich schon raus, weil der Name irgendwie, das erwähnt er irgendwie so. Also das fällt schon, dieses Betty Sutton fällt schon am Aber Anfang. Ne, das finde ich, das ist ja dann wieder die spannende Information, die wir da rausholen. Also eine der Informationen, die in einer weirden Szene irgendwie dargestellt sind. Irgendwie sind die ganzen Informationen, die wir bekommen, immer in sehr weirden Szenen. Ne? Aber belauscht denn Kelly dann auch ihn am Telefon? Oder nee, das sind die drei dann. Die drei, die dann da quasi eingebrochen sind und sich vor ihm verstecken. Okay. Weil ne, wir erfahren halt zum einen natürlich irgendwie, dass er natürlich sagt, hier Männer können nicht putzen, aber Frauen eigentlich auch nicht, weil es ist ja so schwer überhaupt irgendwie Personal zu finden, weil die letzte, die ich hatte, war ja auch irgendwie strange, die war nur kurz da und hat sich dann irgendwie wieder abgemeldet und sagt er dann, die ist halt dann irgendwie da zu Waterworld gegangen. Da horchen die dann natürlich auf und sagt dann, Waterworld, das ist aber dann hier nicht Betty Sutton gewesen. Doch. Ja, genau. Woher genau kennt ihr diese treulose Tomate? Das ist auch nochmal, ne? Ja, das ist so ein komischer Spruch, der auch nicht passt zu der Person. Szene, irgendwie. Person, zu allem. Nee, ja. Charakterzeichnung halt, ne? Mhm. Aber das ist so das eine. Wir haben halt diese Querverbindung zu der Frau, die wir eben noch als schlecht gelaunte Aquariumsputzerin in Waterworld kennengelernt haben. Ja, aber ich glaube, in der Szene kommt ja auch raus im Hörspiel, dass sie ja eigentlich noch einen anderen Job hat. Also das heißt, sie arbeitet sowohl bei Waterworld, doch, er sagt in der Szene nicht, dass sie nachher zu Waterworld gegangen ist, sondern er sagt, dass sie
dass er ihr wohl zu wenig gezahlt hat und dass sie ja auch noch einen Job bei Waterworld hätte und dass das wohl alles irgendwie nicht so gut übereinander passen würde bei der treulosen Tomate. Dass sie gleichzeitig bei Waterworld gearbeitet hätte, so. Ja, genau, so. Und so, da, und jetzt überlege ich, Betty Sutton, ja, die ist also gleichzeitig bei Waterworld, putzt bei ihm. Also es kommen schon irgendwie, kommen so ein paar Fäden zusammen, ne? Weil die macht ja immer das, was gerade dienlich ist. Mhm. Merkt man ja da schon. Ne? So, aber was die Frage, die mich dann auch noch beschäftigt, ist, warum arbeitet sie überhaupt noch bei Waterworld, nachdem die Quallen geklaut sind? Und hat da schlechte Laune. Ja, hätte sie ja auch einfach lassen können. Die hätte ja schon wieder kündigen können. Die drei Fragezeichen hätten die überhaupt nicht angetroffen, hätten die nie kennengelernt, wären nie auf irgendeine Spur gekommen. Ne? So grobe Handwerksfehler Betty Sutton. Was soll das? Also ich arbeite da doch keinen Handschlag mehr, als notwendig ist, um mein Ziel zu erreichen, wenn ich ein bisschen genau klug bin. Und außerdem, wenn die Detektive kommen und mich fragen, sag ich, ja, Mensch, die MacBaker, voll meine Assist und so, ich hänge voll geil mit der ab und ja, das war voll schrecklich, aber ich habe die gerettet, weil ich lieb die voll und so. Bam, und schon wäre sie als Verdächtige aufgestrichen gewesen irgendwie so, ne? So, aber gut. Naja. Das andere, was wir halt in dieser Szene auf jeden Fall auch noch erfahren, was halt wichtig ist, ist genau dieses besagte Telefonat, bei dem sie halt den guten Sharky belauschen, wo wir halt auch mehr als deutlich nochmal so ein paar Dinge gedroppt kriegen. Nämlich er spricht offensichtlich mit jemand, der ihn unter Druck setzt, erpresst. Es geht ganz klar um Gold. Er weiß nicht, mit wem er spricht, vermutet aber, dass es, bist du's, Mac? So, Mac Baker haben wir kennengelernt. Das heißt, das ist auch jetzt nicht wahnsinnig subtil, dass er diese Verbindung hat zu vielleicht seiner Ex-Frau. Mhm. Und er sagt, okay, ja, in einer Stunde habe ich das irgendwie alles aus dem Schließfach geholt und ich komme, ich kenne den Weg, weil Wegbeschreibungen habe ich hier liegen und haben sie mir ja geschickt per Mail und dann bis gleich. Ich kann jetzt gerade nicht offen reden, weil hier sind komische Leute zu Besuch, aber wir sehen uns. Mhm. So, und das natürlich für jemanden, der das belauscht und dann auch noch eine Wegbeschreibung auf dem Schreibtisch findet, auch gefundenes Fressen, um direkt die nächste Fährte auch zu haben. Naja, und ich meine, Mac hat ja noch vorhin gesagt, Geld spielt keine Rolle. Und Mac hat auch gesagt, ihr Ex-Mann sei in schmutzige Geschäfte verwickelt. Ja. Deswegen muss man Sharky auch Doggy nennen, damit das nicht auffällt. So viel zum Thema, warum ein Mensch, der Sharky heißt, mit Doggy angesprochen wird, weil es der Geschichte dienlich ist. Also im Buch kommt es raus, dass er Doggy genannt wird. Der sieht ein bisschen aus wie ein Hund vom Gesicht her anscheinend. Ja, okay. Aha, wie welcher Hund denn? Ja, wie Harry? Irgendwie so. Sieht der aus wie Harry? Ja. Also ja, es ist, er sagt ja auch so, oh, ich habe keine Wahl, die müssen auch kommen. Ich habe ja nichts in der Hand gegen sie und ich bringe Gold mit. Auch Gold, wieso Gold und kein Geld? Also, ja, weil es halt auch Gold um 1, Gold 2. Ja, weil Gold 1, Gold 2 und weil es irgendwie um Schmuck geht. Schmuck. Das hat ja auch gut, das liegt Gold ja auch irgendwie zumindest, wenn ein Assoziationsspiel spielst, auch näher als Geld. Ja, eben, genau. Dann ist das wieder ein Buzzword, weil letztendlich jemand, der Schmuck hat von jemandem und der gibt den dem anderen gegen Gold, das ist ja irgendwie so. Auch nicht besser irgendwie, ne? Das ist ja auch nochmal ein Zwischenschritt. Also, weißt du, die Äpfel und Birnen. Ja, also die Dienstleistung, dass du mir dafür Geld gibst, könntest du mir jetzt auch, weißt du, da brauche ich kein Gold, um das dann wieder einzutauschen in Geld. Was soll der Quatsch? Ich habe da eine 20 CD-Player, die kann ich aber nicht verkaufen. Ich tausche sie gegen 20 Kassettenrekorder von dir. Ja, komm, ich gebe dir für 20 Kassettenrekorder, gebe ich dir ein ferngesteuertes Mini-Uber. Ja, genau. Scheiße. Tauschgeschäfte machen. Hör weißt du, auf. Komm, so, aber hör auf. Sorry. Ja. Sorry. So. Ich bin heute aber auch nicht wirklich chronologisch unterwegs. Nee, es ist aber auch schwer. Es ist schwer. Ja. Es ist schon, weil am Ende geht alles ganz schön schnell. Phrasenschwein. Also, wir haben jetzt schon relativ lange nicht mehr geredet über
Dick Perry. Ja. So, der ist, taucht natürlich auf, weil wenn sie jetzt von Sharky weggehen, sehen sie, ach, wer lungert denn da auch hinten in der Ecke rum im Auto und beobachtet alles. Dick Perry. Das heißt, der ist natürlich Ed Snabel. der verfolgt und lungert da rum und man weiß nie so richtig, wer hat jetzt eigentlich die Nase vorn, aber... Tja. Ja. Ja, aber ja. Es ist auch noch mal erzählt, Justus Jass erzählt ja auch noch mal über diese Fischkutter, dass die dem Scheck Sharky gehören und auch der darunter der Kahn, zu dem Mrs. Baker getaucht war, und dann noch mal die Mail von ihr, die er gefunden hat, wo sie ihm droht, sie würde seine dubiosen Machenschaften aufdecken. Also wir erfahren wahnsinnig viel einfach. Das passt auch wieder nicht zu der Person. Mhm. Ich weiß auch nicht, dass diese irgendwie... Ja, was hat sie noch mit ihm offen? Also entweder bist du froh, den... Ja, es stimmt schon. Du hast recht, das ist diese... Figuren sind nicht echt. Also die sind nicht... der Autor kennt sie selber nicht gut genug. Mhm. Ja, die sind technisch irgendwie, ne? Ja. Er weiß gar nicht, wie sie reagieren würden in bestimmten Situationen, weil... Die sind wie ferngesteuerte Mini-U-Boote. Die sind technisch. Aber es wird halt klar, dass... was? Genau, was wird klar? Ja, genau, was wird eigentlich klar? Ich finde eben nicht, ihr habt vorher gesagt, und am Ende geht wieder alles ganz schnell. Ich finde am Ende zieht sich's. Ja? Das ist eigentlich das Krasse hier. So, wir werden so durchgezogen, wir werden zugeschüttet. Es ist so, es ist zäh. Es wird jetzt echt zäh. Irgendwie so. Also, das ist so dieses... was halt klar wird, ist, dass Mac Baker halt nochmal sagt, so, sie ist on a mission, um ihren Ex-Mann endlich in den Knast zu kriegen. Sie hat mitbekommen, dass der sich da irgendwie bei Nacht und Nebel auf Fischkuttern rumtreibt und sagt, ich lass dich nicht vom Haken, ich gehe jetzt tauchen und komm dir auf die Spur, was du da für eine dreckige Scheiße abziehst. Und insofern ist dann auch klar, dass das Motiv ist, sie von genau diesem Ort fernzuhalten. Und da haben wir dann diese Verbindung zu den Quallen. Und das ist schon so das, was jetzt auch ja kombiniert wird. Ja. Ne? Und das heißt eben auch dieser Quallendiebstahl. Und so. Also da fügt es sich jetzt so zu einem Bild zusammen. Außer? Und dann ist aber auch Bob derjenige gesagt, dass dann irgendwie Betty Sutton natürlich eben auch Komplizin ist. Ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Ja. Soweit so folgerichtig auch, ne? Ja. So, und Justus ist dann derjenige, der sagt, okay, ich habe sogar noch ein Ass im Ärmel. Ich kann noch irgendwie eine Bombe platzen lassen, sag euch aber auch noch nicht was. Peter, so, halt Justus Art und Peter ist, ne? Wieder als Klassiker dann auch, boah Justus, du bist so nervig, wenn du irgendwie Informationen loswerden willst. Ja. So. Und es wird halt auch klar, dass Betty Sutton eben als Haushaltshilfe gearbeitet hat, sozusagen irgendwie als Fake und sich aber auch mit Mrs. Baker ja irgendwie angefreundet hat, das heißt da irgendwie auch diesen Kontakt erschlichen hat. Mhm. Also da fügt sich schon spürbar was zusammen. Ja, wobei es ist so, als der Bob sagt ja, warum, wenn aber die Betty die Komplizin ist, warum äußert er sich dann so abfällig über sie? Und Peter sagt, ja, könnte Tarnung sein und so. Aber Justus sagt ja, wenn er das Ganze zusammenfasst, auch glaubt er, dass die Komplizen sind, Sharky und Betty. Und später, als er sagt, er lässt die Bombe platzen, hält er Betty für die Erpresserin wieder, obwohl sie doch Komplizin sein soll. Also er bringt es selber total durcheinander irgendwie. Und so werden wir auch irgendwie über diese Rolle von Betty vollkommen im Unklaren gelassen. Ja, er kommt ja auch letztlich nur auf Dick Perry, Drache, indem er dieses Rätsel von Tom Wood... dieses wahnsinnig komplexe aufschlüsselt. Ja, so. Es
es knirscht halt an der einen oder anderen Stelle. Zumal auch Justus ja wirklich sagt, okay, wir haben ein, zwei Dinge, die wir jetzt gerade zusammenfügen können, aber was immer noch auch ein Problem ist, ist, dass unser Schulfreund Tom Wood immer auch noch entführt bleibt. Ja. Also Quallen und Tauchgänge und Testamente in allen Ehren, aber Tom ist auch immer noch weg. Ne? Nur so, ja. By the way. Ja, den habe ich aber schon wieder total vergessen, um den geht gar nicht. Ja, machen wir. Ja, also ich meine, er hat ja noch ein Ass im Ärmel. Er erzählt ja, dass er auch diese Gold-2-Datei da nochmal gefunden hat und dass die als Wegbeschreibung tituliert wurde. Ja. Und das hilft ihm dann letztendlich auch, das zu entziffern. In einem kleinen Geistesblitz, dass das jetzt quasi so eine Art Flussdelta ist, das dann ins Meer geht oder so, ja. Und dieser Punkt, die Bucht kennzeichnet. Nee, Bob ist derjenige, der eigentlich den entscheidenden Hinweis durch seine Frage gibt. Ne, der sagt ja, so, warum enden diese Linien alle im Nichts? Ja, genau. Ne, ja. So, und dadurch wird letztendlich klar, und das finde ich dann wieder ziemlich intelligent, ne, dass der eigentliche Lichtblick dieser Folge ist diese Wegbeschreibung, finde ich. Ja, die ich halt wieder, also man müsste es halt vielleicht mal so vor sich sehen als Bild, ich finde das ich weiß auch nicht, also, ist schnell auch irgendwie random, so irgendwelche Verästelungen dahin gemalt und dann auf einmal weißt du aber genau, welchen Standort du wie verortest, um zu wissen, dass die dritte Abzweigung ja, dann das geht genau dann wieder zu schnell Delta ist. Und ja. Als man irgendwelche, alle Wege führen nach Rom und alle Wege führen alle ins Meer. Gehen ins Meer. Ja. So, okay, ja, eben, aber genau. Was heißt das jetzt konkret? Ne? Wenn also, es Flüsse wären, könnte ich mir das gut vorstellen, aber es sollen ja Wege sein, ne? Eigentlich, ne? Ja, es sind Wege. Ja. Ah, wir sind aber auch wieder. Aber es ist wie so eine technische, Zeichnung, ja, wie ein Stammbaum. Ja. Da sind Wege, die laufen dann wahrscheinlich auch so ein bisschen quadratmustermäßig und was weiß ich, aber sie enden alle irgendwo an einer Linie sozusagen. Und das ist die Küste. Ja. Ich möchte und jetzt wirklich nicht pingelig clever. Sein, aber ist an der Küste sind die Wege nicht, dass sie eher parallel zur Küste verlaufen, wenn du so ein Wegding hast. Aber nein. Gut, ja, aber lass uns. Es wird, finde ich, Zeit für noch was Schönes. Weil, also wir nähern uns ja jetzt dann auch, weil jetzt ist ja alles klar. Wir nähern uns jetzt dem Showdown, wir nähern uns jetzt dem letzten Setting, der letzten Location. Und eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr feier in diesem Beispiel, ist wieder Erzähler. Genau, dieses letzte Setting einführt. So dieser Pfad und hoch über die Dünen, Felsvorsprünge Richtung Meer und Wind und Felsen und der Pfad. Und das wird so richtig schön bildlich, atmosphärisch wird man da mitgenommen und man spürt so diesen Wind im Gesicht. Das ist kurz so eine Szene, wo ich denke, ja, Atmosphäre, kurz. Geil. Kurz. Ja, kurz. Ja, kurz jetzt ist das Wort. Wir haben hier so viel genägelt. Ich dachte, ich muss mal kurz so ein bisschen hier auch ins Träumen, ja. Damit auch was fürs Herz dabei ist. Aber ich mag wirklich das. Das kurz. Ist schön. So, das ist schön. Mhm. Ja, so, stimmt. Ja, wir sind jetzt hier, ja komm, einen Satz weiter, dann sind wir beim Spielzeug. Ja, genau. Aber jetzt lass doch mal kurz nochmal den Wind durch das die Gräser ziehen. Das Mini-Ubo, das finde ich eine gute Idee. Das hätte man ja auch nicht nur so en passant mal kurz machen können, sondern echt herausstellen können. Ja. Das ist ja so wie Dagobert, der Erpresser, der da ja so ein ferngesteuertes Schienenfahrzeug hin und her geschickt hat. Das ist eine wahnsinnig gute Idee, mit so einem Mini-Ubo zu kommen. Einfach. Ja, aber das es wird ist ja auch unglaublich. Von den drei Fragezeichen, aber es gutiert. Ist unglaublich also, dämlich, sich dabei sehen zu lassen, wie jetzt man ist das dämlich, Ding dann steuert. Als Taucherin nebenan aufzutauchen. Naja, egal. Ja, das ist Logik am Arsch. So. Nee, da geht es nicht um Logik. Die hat ja nicht, das ist ja nicht zufällig, sondern diese, das ist ja, die wird ja bewusst, der Autor lässt die ja auftauchen da. Eine Taucherin, die ein Mini-U-Boot, um einen persönlichen Kontakt zu vermeiden, ein Mini-U-Boot losschickt. Ja, Stefan. Stellt sich in ihrer Taucherrüstung an den Strand. Ja.
Stefan, Stefan, ja, aber das hilft uns jetzt nicht. Es ist ja nun mal so. Justus wird einiges klar. Weil was wir hier erleben dürfen, in dieser malerischen Kulisse, bei Brandung und Wind in den Haaren, ist ja ein Tauschgeschäft. Pure Satire. Ich tausche U-Boot 1, U-Boot 2, tausche Gold gegen Schmuck. Ich kann mit überraschenderweise beiden nicht wieder anfangen. Wird. Schön, aber jetzt, ja, war doch klar. So, aber das ist halt Tauschgeschäft, ne? Gold gegen Schmuck, U-Boot, clever gemacht. Justus wird natürlich dann auch klar, dass genau dieser große, ungelöste Fall, all diese Einbrüche in Villen und Hotels und Schmuckdiebstähle, so, jetzt endlich. Mhm. Das ist doch traumhaft gemacht. Das ist doch dramaturgisch wasserdicht. Ja, schon. Wasserdicht wie ein U-Boot, ey. So. Und da muss man auch mal kurz den Hut ziehen. Da muss man mal innehalten und nochmal ganz genau drüber nachdenken. So. Aber es wäre jetzt auch nicht so, als würde die Seele nicht irgendwie kaputt gemacht dadurch, dass Peter aufschreit. Den schnapp ich mir. Was ist das? Losrennt. Was ist das für ein Leuchten? Was soll das da? Ach Gott. Ja. So. Ja, also er rennt halt los und sagt, hier, Taucheranzug, den schnapp ich mir. Ja. Bob versucht noch zu sagen, hey, blöde Idee, aber natürlich werden sie dann beide irgendwie gestellt von Sharky, der natürlich irgendwie noch alle Sinne beisammen hat und merkt, dass da wer kommt und dann zieht er seine Knarre und wir merken spätestens jetzt Showdown. Das ist ja wirklich ein Böser. Ja, der knallt die alle ab. Ja, also der ist so richtig, ne, so alle stehen bleiben und du da hinten in dem Taucheranzug mit der Fernbedienung in der Hand auch. Also ich habe dieses U-Boot benutzt und gesagt, nein, ich, oh Gott, ja. Hallo, lass. Ich komme nicht klar. Was raus muss, muss ich raus. Ich komme da drauf nicht klar. Das Modellbau-Club Rocky Beach. Ich habe also extra, also ich bin ja clever genug, um ein Mini-U-Boot, also ich glaube, ich habe einfach nur Bock an technischer Spielerei, Fragezeichen, und ich will unbedingt sehen, wie dieses Ding da fährt. Ja, es ist im Buch ein bisschen besser. Im Buch ist es so, dass die Taucherin, das ist eine Taucherin, da im Wasser war und dann versucht, ans Ufer zu kommen, während Peter ihr hinterher schwimmt, so, weil sie sie sehen. Aber auch das macht gar keinen Sinn, weil dieses Mini-U-Boot halt, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich startet vom Wrack aus irgendwie, ja, so. Mhm. Und es wäre besser, dann eigentlich ja beim Wrack zu bleiben und sich das wiederzuholen. Es sollte eben den Showdown, irgendwie muss man an Barbara Stevens rankommen. Der Sharky hält ja beide dann fest und er hält die Taucherin für Mac und bevor er sich für etwas Besseres, eines Besseren belehren lassen kann, wird er von Dick Perry von hinten niedergeschlagen. Ne? Ja, bitter, dass der dann da den Retter in der Not spielen darf. Ja, das sagt Bob ja auch so schön. Jetzt müssen wir diesem schmierigen Detektiven auch noch dankbar sein. Ja, die müssen ihm witzigerweise eigentlich schon zum zweiten Mal dankbar sein, weil im Buch, und das ist vielleicht nochmal so zur Ehrenrettung von Dick Perry, da tauchen sie beim Wrack, ja, die drei. Und das Wrack, als der Peter drin ist, droht zur Seite zu kippen auf das Loch des Wracks, sodass er gefangen wäre. Und der Dick Perry kommt und stellt eine Harpune so dazwischen, dass es nicht passieren kann. Hä? Und aber der hat zumindest eine Harpune. Achtung, Charakterzeichnung. Dick Perry taucht da mit. Der taucht da mit. Dick und bräsig, wie er ist, und ist dann wendig genug, da irgendwie Harpunen zu jonglieren. Ja. Crazy. Charakterzeichnung. Dick Perry ist auch ein echter Kampfsportler im Buch. Also eigentlich ist es so Geheimagent ihrer Majestät, Computerexperte, Supertaucher, aber gefangen im Körper eines Justus in Groß sozusagen.
Okay. Ja, genau. Sorry, das passt. Das macht er und nicht. Das macht er und er ärgert sich gleichzeitig, dass er das überhaupt gemacht hat, aber er kann halt niemanden sterben lassen irgendwie. Egal. Und da ist er wieder so und haut halt Sharky zu Brei, ne? So, also im Buch nimmt er den auch wirklich auseinander. So, wirklich legt den kunstvoll da auf den Bud Boden. Spencer. Und verpackt den, ne? So. Ja, und den Rest. Ja gut, der hat ja auch seine Frau nicht besonders gut behandelt. Mhm. Ne? Ja. Insofern hat er da auch schon Grund, dem nochmal eine mitzugeben. Ja. Ja gut, also Betty Sutton sagt den legendären Satz, Detektive sind zum Kotzen. Tja. Mrs. Sharkey erkennt seinen Luder von Haushaltshilfe und sagt, ich hätte dich besser umgebracht. Ja, auch. Ton wird, Dick Perry der Ton sagt, wird ein bisschen sachte, rauer. Sachte, sagt Dick Perry, sachte, sachte. Ja. Also die, ja, die spielen halt tatsächlich irgendwie ganz schön zusammen, finde ich, als Charaktere, ne? Ja. Ja. Was passiert ja, jetzt? Ja, sie will ohne ihren Anwalt halt nichts sagen und dann überschlagen sich jetzt am Ende geht Justus und Dick Perry wieder im Kombinieren. Ja, was soll man sagen? Es ist, finde ich, es ist müßig. Es ist echt müßig, das Ganze. Na klar, klar. Klar wird ja, also Jack Sharkey ist ja eigentlich eine Art Hehler, ja, so eine Art Mittelsmann. Genau. Der bekommt diesen gestohlenen Schmuck und bringt den dann irgendwie zu irgendwelchen Mittelsmännern. Also er ist auch nur ein Strohmann. Ne? Ja, so der, internationale der, Gewässer, oder? Also wahrscheinlich, ja, oder das, ne? Und übergibt die da irgendwie. So begab es sich dann aber zu irgendeiner Zeit, dass Jack Sharkey auf seinem Fischkutter auf dem Weg dahin gesunken ist. Ne, so mit diesen ganzen Sachen an Bord. Diese Sachen an Bord wollte, da musste auf jeden Fall irgendwie, ja, die Mac hatte davon Wind bekommen. Ne, die wusste ja die ganze Zeit schon, dass er halt irgendwelche krummen Dinge dreht und die wollte ihm irgendwas nachweisen. Ja, ja. Und deswegen war sie da tauchen, ne, um endlich The Smoking Gun quasi in der Hand zu haben. Ne, sie hatte ihm ja auch irgendwie schon unter Druck gesetzt, deswegen, ne, das wollten allerdings Dick Perry und Betty Sutton verhindern? Fragezeichen. Genau. Ne, so, weil sie ja auch schon irgendwie dran waren an dem Fall. Und sie haben halt versucht, da Profit draus zu schlagen. Ja, genau. Sie haben den Schmuck ja an sich gebracht. Aber hätte sie es nicht machen können und dann Mac Baker tauchen lassen können, wie sie lustig ist? Ja, und die arme Mrs. Sutton, muss man ja auch sagen, die reißt sich halt ja als Dick Perrys Assistentin echt den Arsch auf. Dann irgendwie als Haushaltsgehilfin und Mitarbeiterin in Waterworld und so. Ja. Und versucht dann auch noch bei Mrs. Baker sich einzuschleimen. Als beste Freundin einzuschleimen, um bei der Gelegenheit auch noch, ne, Hashtag Testament, Mordanschlag auch zu verüben. Da noch was abzugreifen mit einem kleinen Mordanschlag wegen Herzanschlag, Herzattacke. Ne? Ja, nee, erst Quallen. Ja, genau, erstmal Quallen, ja, und diese ganze Situation, um sie genau, dann zu also retten. Auf jeden Fall echt busy, die Frau, ja, ne? Ja, ja, ich, genau, Dick Perry macht nichts außer so Werbesendungen. 42-Stunden-Woche, mal. Das ist echt krass, was die am Malochen ist. Ja. Ja, von nix kommt nix, ne? Nee, klar. Ja, ne? Ja, aber ich meine, er macht sich so einen Schlauen, ne? So, Aber es gibt dann halt zwei Dinge, die jetzt noch auffallen sind. Das eine ist, dass Mr. Sharkey irgendwann halt die drei Detektive fragt, was habt ihr denn bei der ganzen Angelegenheit zu schnüffeln? Mhm. Da muss man einmal so große Ohren kriegen, wenn man das denn will, weil das ist dann ja, oder eine lange Nase. Rätselslösung. Weil Elefanten haben nämlich lange Nasen und große Ohren. Genau, aber während Justus da natürlich dann irgendwie schon rätselt und irgendwann die Teile zusammenfügt, gibt's halt noch diesen zweiten Teil, wo es dann um Tom geht und wo, über den ich mich wieder wahnsinnig aufregen kann, leider. Weil es geht halt immer noch um eine handfeste Kindesentführung, dass sie den Tom mit Waffengewalt auf ihr Schiff geschleppt haben und da alleine irgendwie versauern lassen. Und die aber davon kommen und das alles so als
Weiß ich nicht, Lappalie. Das ist so... Ja, so schlawinerhaft. Ja, und wir wollen ja nichts Böses und wir würden ja auch nie jemandem was tun. Und genau, wir würden den ja auch nicht töten. So, als wäre das so eine Kleinigkeit. Als wäre alles andere so unter Ende. Töten nicht erwähnenswert, ja. Genau, also das geht mir wahnsinnig auf den Keks in der Folge, dass das am Ende so banalisiert wird. Mhm. Ja. Weil natürlich stellt sich raus, dass die beiden, also dass Dick Perry und seine Assistentin halt Tom entführt haben und gerade versteckt halten auf dem Sportboot. Ja. Das geht halt nicht, sorry. Ja. Worauf ich nochmal ganz kurz zurück muss. Ich muss einmal ganz kurz zurück nochmal. Diese Szene, wo der Jack Sharkey da auf jeden Fall überführt ist erstmal, ne, so und Justus und Dick Perry sich so ein bisschen betteln, ne, so, da sagt der Dick Perry ja nochmal, ja, den könnt ihr bei der Polizei abliefern, was weiß ich, das ist mir alles scheißegal, aber das Kernstück des Falls, diese Betty Sutton, ja, so, die liefere ich bei der Polizei ab. Ja, ja, was eigentlich geil ist, ne, weil da ist er schon echt mal gerissen und findig. Ne? Wo ich sag so, der ist abgezockt. Wow, Junge. Ne? Du bist, das ist, der hat echt Huspe an der Stelle. Aber dafür zollen sie ihm ja auch wirklich Respekt am Ende. Ja. Also das sagen sie ja auch. Ne? Das war schon sehr abgezockt. So, ne? Ja, also finde ich erwähnenswert auf jeden Fall. Also das ist ja. Ne, zum Thema Charakterzeichnung, ne, mit all Licht und Schatten, was da wohl so bei ist. Aber da muss ich sagen, wow, das ist gelungen. Ja. Also es ist, im Buch sagen sie auch, wir hätten eigentlich die, es ist ja auch hier im Hörspiel so, dass sie sagen, der eigentliche Kasus Knackus für uns als diebisches Duo ist ja gewesen, dass du das an Tom geschickt hast, den Scheiß. Ne? So. Da mussten wir einschreiten, als er bei uns auf dem Server rumhockte. Und im Buch wollen sie auch abhauen, oder hier wollten sie ja, glaube ich, auch abhauen, und haben gesagt, wir hätten ja eigentlich mit unserem Schwindel weitergemacht, aber uns war klar, jetzt ist es aus. Wenn wir den entführen, da gibt es keinen Weg zurück, wir lassen den dann frei und dann hauen wir ab. Ja, so, weil das hat irgendwie keinen Sinn mehr. Wir kommen ja nicht mehr, wir kriegen ja keinen Fuß mehr auf den Boden. Das war das eigentlich, wo Justus quasi Dick Perry, der Pain in the Ass war, ja. Mhm. Weil er da das an den Tom verschickt hat. Sonst hätte alles geklappt, letztendlich. Ja. Sonst hätten die ihr Ding durchgezogen. Ja. Ja, also es hakt halt so ein bisschen, ne, weil dieses Rätseln, es ist halt jetzt ist es halt Justus, der sagt, ich habe das Stichwort Schnüffeln gehört und davon fange ich jetzt auf einmal an zu kombinieren, dass es um Detektive geht und wenn wir über unseren Tellerrand schauen, dann schauen wir nach Santa Monica und dann wissen wir genau, dass es Dick Perry ist. Das ist halt schon ehrlicherweise sehr weit hergeholt und auch irgendwie so ein bisschen seltsam, dass Tom Wood das genau so verpackt haben will, noch irgendwie abends kurz vor 10, weil er gerade nichts Besseres zu tun hatte. Es ist halt ein bisschen schade. Ja, es ist, ja gut, ich meine, wenn du jetzt von Detektiven eine hohe Meinung hast, ne, dann kommst du bei diesem Gedicht vielleicht nicht drauf. Nee, aber es ist auch schade, weil es halt so, das ist die einzige Spur, es gibt auch im Buch vielleicht nichts anderes, Fragezeichen, was wirklich Dick Perry dann auch so belastet. Also wir haben halt andere Figuren, die sich schon längst verdächtig gemacht haben, wo und diese eine große Überraschung, die jetzt ja noch fehlt, dass Dick Perry, der ein bisschen arrogante und lästige, nervige, dickliche, seltsame, aber bis dahin so, keine Ahnung, ist halt Detektiv, so. Aber dass der jetzt der Kriminelle ist, das ist ja genau dieses interessante Ass, was noch am Ende aus dem Ärmel gezogen wird. Aber da gibt es wenig Möglichkeiten, vorher mitzuraten oder das zu erahnen oder so. Ne? Ja. Es gibt wenig Charaktere in der Folge, die nicht kriminell sind. Auch das stimmt. Ja, es ist
Na, die Auflösung soll halt nun mal sein, gut, es war dieser Wettkampf und es war gar kein Wettkampf, der mit fairen Mitteln gespielt wurde, weil Dick Perry war ja der Böse. Ne? Also ist die ja. Ehre von Justus und von den drei Fragezeichen generell natürlich wiederhergestellt. Weil am Schluss der Konkurrent wird als Übeltäter überführt. Das ist ja perfekt. Ne? Also besser kann es ja nicht gehen. Einen besseren Sieg gibt es gar nicht. Und es ist aber natürlich lame, das über dieses Rätsel zu machen, das einfach jedem Krimi-Leser, wie es ja hier auch gesagt wird, schon längst aufgefallen wäre, ihnen aber anscheinend nicht. Ne? Ja. Tja. Aber es ist halt auch, also mich wundert wirklich, dass Ben Nevis auch die Eier hatte, Dick Perry dann nochmal im Geister Canyon irgendwie aus dem Hut zu zaubern als Figur und wirklich nochmal zu sagen, ich bin halt als Detektiv nochmal tätig und das alles so neckisch abgetan wird. Und ich habe da halt auch nochmal ich habe mir die Folge auch nochmal gegeben und Bob so dieses, willst du auf die schiefe Bahn, vertraue dich Dick Perry an als Reim und es wird halt alles so spielerisch abgetan. Der ist halt ein Krimineller, der ist ein Kindesentführer, dessen Laufbahn als Detektiv muss zu Ende sein. Da gibt es keine Fortsetzung dieser Figur. Ja, der ist aber natürlich dieser Dirty-Detektiv, ne? Dieser. Ja, was heißt denn Dirty-Detektiv? Nein, der ist ein Krimineller. Der hat fertig als Detektiv. So wie Ben Nevis den in dieser Folge geschildert hat, hat der fertig. Der wollte ihn doch nur ein paar Tage aus dem Verkehr ziehen. Wir wollten doch nur ein kleines Feuerchen machen. Ja, ja. Ja, nee, sorry, der hat doch sowas von fertig. Er ist vor allem ein Serientäter. Weil der hat nämlich mit seiner, wie heißt sie in Wirklichkeit? Barbara Stevens. Mit seiner Betty Sutton da, ne, hat der ein Gewerbe laufen, was darauf beruht. Ja, aber das sagt Justus auch am Schluss. Er sagt doch, er zeichnet den Weg von Dick Perry doch eigentlich relativ klar, dass er sagt, naja, es lief wahrscheinlich nicht mehr so gut und plötzlich hat man überlegt, dass statt die Schurken zu schnappen, versucht man aus ihren Taten noch Gewinn zu ziehen irgendwie so. Ne? Und ich denke, das beschreibt es ziemlich genau, was wahrscheinlich schon auch nochmal es ist hier nicht ausgespielt, aber eine tragische Figur des Detektivs ist, ja, also nämlich dieses Halbschattige, dieses sich im, also damit spielen doch viele Detektivfiguren, dass sie nicht wissen, wo gehören sie hin, ja, so. Ja. Ich musste auch an Dick Tracy denken. Ja. Oh. So, das ist auch schon aus den allein schon Comics wegen des aus Vornamens. Den 30ern und der Name und der Film aus den 1990 und so, ja. Aber ja, es ist, also das Ende nervt mich, sorry. Also, ach, das Ende? Ja, sorry. Ich merke auch, wir sind viel im Kritik- und Nervmodus jetzt bei der Besprechung auch. Aber vielleicht muss das auch mal sein. Ja, es kann einem halt auch nicht alles gefallen. Nein, es überwiegt. Aber wir sind ja noch gar nicht beim Fazit. Oder sind wir beim Fazit? Doch. Die Geschichte ist durch. Ja. Also Inspektor Cotter kommt. Wie immer zu spät zum Thema, wer hat die Nase vorn? Ja. Es wird ja auch nochmal Und dann ist Ende. Ja. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt keine wesentlichen Punkte ausgelassen. Es gibt auch keinen großartigen Abschlusslacher oder sowas. Gut Ding will Weile haben. ja, Gut Ding will Pfeile haben. Also für mich ist es jetzt wirklich tatsächlich so die Frage, die mich wirklich interessiert, und es ist keine rhetorische, sondern mich würde wirklich interessieren, was war so der Ausgangspunkt, was war der erste Gedanke, darüber schreibe ich einen Roman. Weil man merkt, dass alles drumherum gestrickt ist irgendwie so. Mhm. Und was ich nochmal für mich wirklich erhellend fand, jetzt nochmal im Gespräch mit euch, tatsächlich auch das zu entlarven, schlecht gezeichnet die Charaktere sind tatsächlich. Also weil sie inkonsistent sind. Und es bleibt halt dabei, es ist ein absurder Aufhänger. Qualen kommen aus meinem Computer, wollen mich umbringen. Ja, ich meine, das Virusproblem ist nicht gelöst. Ne? Ja. Also MacBaker hat immer noch kaputten Computer, wer weiß, was mit ihren Dateien ist. Ja. Ja.
Die arme Frau muss genauso warten wie Tante Mathilda auf den Garten. Ja. Die so, Herrgott, zack, wie soll ich jetzt auf mein Scheiß-Testament kommen? Und Tom auf seine Befreiung. Ja, genau. Ja. Was soll das Fazit sein? Ich will da jetzt auch nichts Neues drüber ausschütten. Wir haben alles, also ich habe meiner Seite alles, während wir es besprochen haben, gesagt. So. Das ist ein schräger Roman. Ne? Ja. Ja. Es ist, ich find's, also um in die Bewertung zu gehen an der Stelle. Ja, ich find, echt, jetzt. Ich find's grottig. es hat mir Mühe gemacht, das durchzuhören. Es war nicht schön. Also dein Motiv, Dick Perry, als wenn du sagst, du bist Figurensammler, das finde ich total schön. Und das kann ich auch deswegen nachvollziehen, dass du die Folge gewählt hast. Ansonsten hätte es, glaube ich, genau viele, viele andere Folgen gegeben, wo wir weniger hätten ranten müssen. Ja, haben wir müssen. Aber auch das, warum nicht? Also wir leben hier natürlich von ganz viel subjektiver Meinung und wir und viele unserer HörerInnen haben ja auch Spaß dabei, uns einfach irgendwie bei Meinungen zuzuhören. Ja, und es ist wieder... Und da war bestimmt eine Menge dabei. Ja, ein bisschen, ja. Es ist wieder so, wenn du jetzt vielleicht, sag ich mal, du bist vielleicht gerade 10, 11, 12, wenn du diese Folge hörst, ja, so. Ja. Und dann gibt's vielleicht was, das zieht dich in den Bann, weil die Leute, wie sie sprechen, also abgesehen von den anderen, aber wie Dick Perry oder so, ne? Das mag schon sein, dass das dann für dich auch, oder bin ich mal gespannt. Ja, aber es gibt sorry, ja bestimmt, haben wir Leute, die das als Kind gehört haben. Also her mit den Kommentaren. Also wenn ihr der Meinung seid, wir machen das hier falsch und wir übersehen irgendwas, das fände ich wahnsinnig spannend zu sagen, was ist es, was ist die Qualität? Also die subjektive, das ist ja immer eine subjektive Qualität. Aber ja, das haben wir ja bei unseren Klassikern ja total mit natürlich, drin. Natürlich, diese subjektive Qualität. Wir verzeihen, ne? Da bin ich, da muss ich mir ja auch wieder an die lange Nase packen. den emotionalen Klassikern meiner Kindheit. Man muss auch mal über den Tellerrand gucken. Ja, ne, ja. Tue ich jetzt mal. Wenn ich sage, die emotionalen Klassiker meiner Zeit, denen verzeihe ich deutlich mehr. Aber die haben mich auch, anders als diese Folge, in eine emotionale emotional haben die mich mitgezogen. Und das können neuere Folgen jetzt ja auch noch. Ne, weil zum Beispiel Tal des Schreckens ist nicht weit weg von der Folge und die hat mich emotional voll mitgenommen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich da jetzt irgendwie jung gewesen bin oder so. Aber diese Folge nimmt mich emotional nicht mit aus diesem, weil die Folge ist nicht nur an den Charakteren inkonsistent, sondern sie ist in der Stimmung total inkonsistent. So, die hüpft die ganze Zeit so rum. Ja. Die ist so hyperaktiv. Und ich würde mal genau an der Stelle einfach mal sagen, bevor wir da in Wiederholungsschleife gehen, lass uns über Charaktere und Zitat reden mit Blick auf die Uhr. Mhm. Denn Charakter der Folge ist für Stefan. Ja, das liegt auf der Hand. Dick Perry ist halt für mich. Das ist ja, ich meine. Ja, doch, Dick Perry ist... Ja, wenig überraschend. Das ist wenig überraschend, genau. Ja. Dick Perry ist für mich der Charakter der Folge. Ist ein Spitzencharakter, bleibe ich dabei. Würde ich mich immer wieder freuen, ihn zu sehen. Auch wenn er durch die Folge eigentlich verunmöglicht wurde. Das stimmt schon. Also, aber schade, weil mehr Dick Perry... Okay. Hanno, von wem willst du mehr? Nein, es ist auch Dick Perry, weil es bleibt nicht viel anderes übrig. Da ich natürlich wusste, dass mindestens einer von euch Dick Perry nimmt, habe ich nochmal um zwei Ecken gedacht und gesagt, von wem ich gerne mehr hören würde. Das Thema Klassenkamerad, Computerexperte, der gute alte arme Tom Wood. Das ist so ein Typ, da würde ich gerne mehr von hören. Der wird ja, glaube ich, im Eisenmann nochmal so kurz erwähnt, ja auch von Ben Nevis, aber an sich ist das ein Typ, den würde ich gerne so als vierten Detektiv, als Computerhelfer, als Hacker, weiß nicht, fände ich spannend, den nochmal näher kennenzulernen. Stimmt, ja. Spannend.
Ja, wär ein guter Sidekick an der Seite mal. Einer, der mit dem Fall nichts zu tun hat, irgendwie, aber als Ratgeber zu benutzt wird. So, in die Hackerhöhle. Ja, ja, in den 90ern, so. Späten 90ern, Anfang 2000er mussten ja auch in den Filmen immer irgendwie noch mit so dabei sein. Genau, immer im Keller bei der Mutter und dann die halbe Matrix da auf einer Floppy-Disk und so. Genau, so ein Typ, davon würde ich gerne irgendwie noch mal mehr. Ja. Ja, warum nicht? Cool. Zitat, Sebastian? Es gibt so viele dumme, lustige Sprüche. Ja. Ich finde es schwer, aber okay. Das erste: Detektive sind zum Kotzen. Okay. Ja, ich habe eine Szene, die vom Erzähler eingeläutet wird, wo es heißt: Peters rötliche Gesichtsfarbe verriet schon und dann sagt Bob: Was ist denn mit deiner rötlichen Gesichtsfarbe, Peter? Die ist ja ganz schön rot. Oh, da sind wir drüber hinweggegangen und ich habe mich so geärgert über diese scheiß flapsige Art, wie die miteinander sprechen. Super nervig, sorry. Also ja. Andreas Fröhlich, ich mag dich wirklich sehr, sehr gerne, aber das war Murks. Ja, na klar. Und deswegen ist das... Ja, ich hatte es verdrängt. Deswegen ist das mein Zitat der Folge. Weil das alles echt gut zusammenfasst. Ja. So, die Qualität dieser Folge fasst das perfekt auf den Punkt zusammen. Das drückst du da aber nochmal richtig einen rein. Ja, tut mir leid. Stefan, was ist bei dir? Ich schwanke, aber ich gebe meine ersten Note nach und es ist: Fangen Sie die Qualle. Ja, genau. Dieses, so. Du hast vorher Theaterschauspielerin gesagt, da hast bei mir dann geklingelt, ja. Das ist so betont, ja, so, ne. Man sieht sie richtig auf der Bühne stehen, mit erhobener Faust, irgendwie so, ne. Fangen Sie die Qualle. Ja, jetzt haben wir doch erstaunlich wenig gute Haare an dieser Folge gelassen. Ja. Ach, genau. Ich würde gerne meine Erkenntnisse, meine Indizien hier noch kurz zu bringen. Zum einen ist von euch oft gefallen das Thema Crimebuster oder Nähe davon. Und ich sag mal so, nach Crimebuster kam ja BJHW, ne? Wir haben die Schule, ja, wo ihr so gelacht habt, ja, als zumindest ein Ort, ja. Wir haben diese Betonung in Freunde und Freundinnen, ja, auf der E-Mail-Lawine. Wir haben diesen Wettkampf, diesen sportlichen Gedanken drin. Wir haben Kelly, die Freundinnen sind hier. Wir haben eine sehr starke Kelly. Also wer interessiert ist an der sehr starken Kelly, der sollte das Buch lesen. Das ist spannend. Das ist eine tolle Frau. Finde ich wirklich gut gemacht. All diese Erkenntnisse sind für mich halt Indizien, wo ich dann wieder so denke, okay, vielleicht ist ja... Komm in deine Datenbank. Vielleicht ist Ben Nevis, ja, vielleicht ist es wirklich, es wird ja gemunkelt, Henkel Weidhofer, ne, so, die unter neuem Pseudonym arbeitet. Sie hat ja, wir haben das ja leider verpasst, diese, wo sie die Rede, glaube ich, gehalten hat auf der Eiger Rasch Ausstellung, ja, da hätten wir sie gut vielleicht irgendwie mal... tragen können, so ein bisschen unauffällig. So, immer so. Ja, aber wie gesagt, wer will bei dieser Schnitzeljagd wirklich das Ende mitbringen? Der, ne? Die Suche ist sehr spannend. Stefan, bist du da im Wettkampfmodus? Nee, ich bin's so spannend. Ich will irgendwann, keine Ahnung, vielleicht gibt's irgendwann mal ein Outing, man weiß es ja nicht. Man weiß nicht, wer was weiß. Und dann kommt raus, es war doch Joschka Fischer. Oder so. Ja, genau. Ja, aber auch da seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich eingeladen, an diesen Spekulationen euch zu beteiligen. Und mit hilfreichen oder nicht hilfreichen Tipps vollkommen... Ja, einfach wild drauf los. Genau, wild drauf los zu spekulieren. Nichts ist zu groß. Aber sagt uns doch bitte, was man an der Folge lieben kann. Das würde mich versöhnen. Ja, zwei, drei Dinge haben wir ja schon auch genannt. Die sind vielleicht untergegangen im Gesamt, in der Masse an Dingen, die seltsam sind. Aber was wir am Ende noch erwähnen sollten, ist eine vorsichtige Aussicht auf den Juli.
der als Sommerurlaubsmonat auch uns dazu bringt, von der gewohnten Routine ein bisschen abzuweichen. Neue Wege zu beschreiten. Ja. Genau, wir wollen euch nämlich nicht hängen lassen mit der schönen Ankündigung, dass wir einen Monat Pause machen. Ihr müsst ja eh nur mit einmal dem Monat Futter von uns klarkommen. Das heißt, ganz hängen lassen wollen wir euch nicht, aber wir werden uns weniger Vorbereitung gönnen und uns und euch in kaltes Wasser schmeißen und mal was anderes ausprobieren. Nämlich eine Folge hören, die wir nicht kennen. Alle. Nicht. Wir haben absichtlich die aktuellste, neueste Folge alle noch nicht gehört, werden uns die gemeinsam anhören. Kapitel für Kapitel. Genau, so Kapitel für Kapitel und dann halt häppchenweise unseren Senf dazu abgeben, was uns gefällt, was uns auffällt, wohin unserer Meinung nach die Handlung sich entwickeln könnte, sollte, würde. Mhm. Und wenn wir Glück haben, kommt da irgendwas Spannendes bei rum. Und wenn wir Pech haben, wird es vielleicht zumindest lustig. Genau. Es ist ein Experiment, auch für uns. Ja. Und ihr seid herzlich eingeladen, diesem Experiment beizuwohnen, Zeuge und Zeugin zu werden. Und dazu natürlich auch euren Senf abzugeben nachher. Ne? Yeah. Ja, also es ist ja eigentlich dann auch sozusagen live. Also es wäre ja unter Umständen sogar möglich, dass Hörerinnen und Hörer, die neueste Folge noch nicht kennen, das vielleicht dann mit uns gemeinsam tun könnten. Könnte ja... Ja, was? Schwingendes Unheils. Ja, könnte ja vielleicht auf die Idee kommen, dieses Hörspiel mit uns gemeinsam zu analysieren, sozusagen ja. live. Ja. Wir haben bis jetzt, ich habe es bis jetzt sehr erfolgreich geschafft, da ganz spoiler- und bewertungsfrei durch Foren gekostet. Und Internet und keine Ahnung irgendwie durchzusegeln und noch nicht zu wissen, worum es wirklich geht. Wir hören halt dann live zusammen rein und drücken dann immer mal auf Pause und quatschen drüber und werden das dann irgendwie am Ende zusammenschneiden. Mal gucken, was draus wird. Ja. Wird spannend. Genau, und das gibt es dann Ende Juli. Ende Juli. Mhm. Genau. So, während wir im Sommerurlaub weilen, dann in Wirklichkeit. Ja. Also. Modernste Technik fasziniert. Das dann gar nicht mehr so live, ne? Nee, das ist dann tatsächlich nicht mehr so live, ja. Na gut. Ja gut, aber was bleibt uns zu sagen bis dahin? Ich würde sagen, macht was Schönes. Habt einen schönen Sommer.